Jo, Freunde der Woke-Bubble, KuchenTV hat ein Video hochgeladen über Kürtschow, soweit ich das auf dem Thumbnail erkennen kann. Und die Stimmung ist neutral. Zumindest heißt das Video der größte Vollidiot der Woke-Bubble. Da werden direkt Shots gefeiert. Ich glaube, mich erwartet jetzt hier eine objektive Analyse über Kürtschow. Geht mal völlig unvoreingenommen rein. Ich weiß gerade nicht genau, wo KuchenTV ist. Ach, da ist er ja, okay. Gut, lass mal rein. Jo, Freunde der Woken Bubble. Dieses Video hat mich wirklich einiges an Nerven gekostet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked, um ein bisschen Mitgefühl zu zeigen. Nee, Likes gibt's erst am Ende. Ich habe ja bereits vor einigen... Vielleicht guckt er das hier sogar. Der hat sogar irgendwie zwei, dreimal hat er so Reactions von mir geguckt, obwohl ich hier nur so im Stream einfach drauf loslabe, aber der guckt das trotzdem gerne. Ich habe Zeit ein Video zu Kürtschow gemacht. Das ist ein kleiner Influencer, der auch in dieser Müll-Woke-Bubble ist, mit der wir uns die ganze Zeit die Müll-Woke-Bubble setzen müssen. Ich habe auch mal mit Zinan zusammen habe ich ein Video gemacht. Da haben wir ein Kürtschow-Video geguckt und Kürtschow hat dann wieder unsere Reaction auf das auf sein Video geguckt. Und ich wollte es mir eigentlich ansehen, aber ich muss leider zugeben, es war mir zu langweilig. Also Kürtschow hat sehr oft Pause gedrückt und dann gar nichts gesagt oder so voll lange gewartet und dann so gemacht oder so. Und wenn man ihn wenigstens gesehen hätte dabei, dann hätte das ja noch eine Komponente, aber der hat ja keine Cam oder sowas. Also du siehst halt nur dieses kleine Comicfigürchen in der Ecke, was sich nicht bewegt und dann sind halt einfach Pausen drin und es ist super langatmig einfach und dann hatte ich keinen Bock mehr, dann habe ich es nicht mehr geguckt. Aber also ich habe an manchen Stellen habe ich mich ein bisschen drüber beäumeln können, dass Sinan und ich nicht immer die gleiche Meinung hatten und er dann dachte, ey, ich muss den beiden widersprechen und dann hat er da wahrscheinlich gesessen und gedacht, ah, welchem von beiden widerspreche ich denn jetzt? Scheiße, jetzt sagen die unterschiedlich, ah, nein! Aber jetzt, wenn er das jetzt hier guckt, ich muss ja jetzt, wenn ich jetzt Kuchen nicht zustimme, geil, dann ist Kürtschow wieder in der Ecke, ne? Und dann tauscht er wieder, ist er jetzt dafür oder dagegen? Ich hab Bock. Kürtschow, kannst du es bitte gucken? Kuchen, du auch, ne? Also wenn ihr wollt. Nun hat er in einem Livestream ein Gespräch mit einem Zuschauer von mir geführt, in dem er die ganze Zeit Müll über Montes, Gurus und mich gelabert hat. Okay. Und ich glaube, wir müssen uns das mal ein bisschen angucken. Hammer. Der erste Punkt handelt tatsächlich auch Cam, direkt von Fan, Toyoka. Cam, Fan. Ist das hinten hier neben KuchenTVs Ohr eigentlich ein Buch von Kürtschow? Ist der der Autor hier und hat da einen roten Punkt in die Mitte gesetzt? Oder ist das, also es ist so eine Murmelbahn, oder? Gravitrax, das zockt er mit seinem Sohn wahrscheinlich, ne? Das ist so, glaube ich, so eine Murmelbahn mit so Magnetkugeln und so. Aber Kürtschow hat das Design gemacht, wie man sieht. Ja, das hier. Okay, also ein Beispiel für reaktionäre Ansichten wäre zum Beispiel... Digga, was ist das wieder für ein Layout? Alter, hä? Video lauter? Sorry, mach ich. Ey, aber was ist das? Warum haben so viele Leute so Talks in einem Stream, wo sie dann hier sowas dran lassen? Ey, dann schneid das doch zu. Junge, das dauert 5 Sekunden, das zuzuschneiden und ich wette, der Talk ging 2 Stunden oder so. Und dann siehst du hier 2 Stunden lang, Kürtschow hat einen Anruf gestartet und so einen Daumen und so ein Chatfenster. Hä? Warum? Und vor allem, wenn der Gast keine Kamera hat, dann musst du das doch eigentlich überhaupt nicht einblenden. Was soll ich denn da sehen können? Da ist doch nichts. Gut, man sieht die beiden Kreise von denen, aber hier dieses kleine Quadrat, das ist das einzig Wichtige hier in dem ganzen Bild. Das hättest du hier auf diese Größe hättest du das strecken können. Da wäre die gleiche Information drin. Aber ja, ist authentisch, wenn man sich keine Mühe gibt. Aber ich mach, hier da passiert noch was. Übrigens, Kürtschow ist... warte, der ist hier, ne? Falls ihr den sucht. So, leider nicht in der Bildmitte, schade. Wenn jemand erklären möchte, warum das Geschlecht schon irgendwo wichtig ist, zum Beispiel wenn Shoyoka sagt, hey, als Frau im Internet begegnest du eine andere Form von Hass, dann hast du, das ist einfach ein bisschen anders und das zu erklären. Und dann kommt KuchenTV und sagt, haha, sie will sagen, nur Frauen geht's schlecht im Internet und die werden nur gehasst. Sie hat ja nirgendwo gesagt, dass nur Frauen Hass bekommen. Ist das denn ein korrektes Zitat? Weil dann würde ich ihm sogar zustimmen. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn sich das jetzt wieder dreht und dann KuchenTV sagt, ja, aber komischerweise habe ich das hier gesagt. Und dann ist es halt was anderes. Aber genau das sagt KuchenTV dann. Genau das sagt er. Okay, das ist eine Aussage, ne? Es ist so da, als wenn nur Frauen Hass im Internet bekommen. Aber das hat sie ja gar nicht gemacht. Sie hat einfach nur die Perspektive von Frauen im Internet erläutert. Welche Stelle er genau meint, das weiß ich nicht, aber er erwähnt das mehrmals in diesem Interview. Und in seinem 80-seitigen PDF hat er das Ganze auch verlinkt und zwar geht es um... Ist auch geil, ne? Wenn das PDF einfach 80 Seiten lang ist, dann findest du nichts wieder. Junge, wer liest das denn?
Das Kürtschu ist ja nicht der Einzige, der das macht. Es gibt ja mehrere von diesen Twitter-Leuten, die so mehrseitige PDFs schreiben oder so, ne, so Google Docs. Und ich denke, ja gut, also die Dokumente zu meinen Videos, die Skripts, die sind manchmal auch 10, 20 Seiten lang. Ne, je nach Video, kommt drauf an, wie lang das ist. Die sind schon auch manchmal lang. Im Grunde habt ihr ein sehr, sehr langes Video gemacht, was ihr dann nicht aufgenommen habt. Aber also, wer liest denn 80 Seiten? Das ist zu lang. Mach 5 gute Seiten, statt 80 Seiten, die sich wiederholen und irgendwie strecken, weil so wichtig ist das Thema den meisten Leuten nicht. Man muss doch beim Schreiben irgendwie denken, also warte mal, das ist jetzt, also es ist jetzt kein richtiges Buch oder Doktorarbeit oder irgendwie sowas. Ey, 80 Seiten, das ist mehr als eine Bachelorarbeit. Und dann ist das Thema irgendwie Kuchen-TV gegen Shoyoka oder was. Und dafür, da sollst du dann 80 Seiten drüber durchlesen. Das macht doch keiner. Kürtschu ist der Einzige, der das komplett gelesen hat, wahrscheinlich. Und das hier. Als Influencerin, als weibliche Influencerin, die auch politische und gesellschaftliche Inhalte macht, ist es nicht eine Frage von... Gesellschaftliche und politische Inhalte. Es ist so, Shoyoka ist echt einfach, weiß ich nicht, politische Inhalte for Dummies, oder? Und wenn dann irgendwer widerspricht, was sag ich immer, Chat? Will mir von Trump sagen. Hat mich gerade irgendjemand auf dem Schirm, sondern wer ist das momentan? Oh, sie sagt ja gar nicht, dass Frauen anders gehatet werden, sondern dass Influencerinnen, also weibliche Influencerinnen, immer Hate abbekommen, wenn sie politische Arbeit leisten. Ja, nur leider spielt das... Ja, aber weibliche Influencerinnen sind ja dann Frauen. Geschlecht hier keine Rolle. Dekadent beispielsweise wird auch extrem gehatet und der vertritt ja ungefähr die gleichen Werte wie Shoyoka. Die Bewertungen seiner Videos... Na, ein bisschen anders, ne? Aber ist ja auch ein Mann. Gag. Videos sind fast alle ziemlich negativ. Sie versucht ja. Halt immer... Ja, auch sonst, ne? Bei Amadeo Antonio Stiftung und so, da stand auch immer... Frauen werden im Internet besonders stark gehatet und die werden zum Beispiel auf ihr Aussehen, auf ihr Gewicht und so weiter werden sie reduziert. Aber ich kenne da so einen, also es gibt da, gab da so einen dicken YouTuber in Bayern, der wurde auch ständig über, ne, aufgrund von Optik und Gewicht und so fertig gemacht und ich glaube, der wurde mehr gehatet als die meisten Frauen im Internet. Aber es ist jetzt nur so eine Vermutung. Kann ja auch sein, dass das ein ganz besonderer Ausreißer war und sonst... Es gibt diesen einen Mann, der gehatet wird und dann ganz viele Frauen und dann wieder ein paar Männer erst. Kann ja sein, wer weiß. Ne? Danke sehr, Rollo. Aber es gab so einen Mann, der konnte trotz seines männlichen Geschlechts trotzdem viel gehatet und viel optisch angegriffen werden. Ihr Geschlecht vorzuschieben, um sich ja nicht minimal mit Kritik beschäftigen zu müssen. Und ich meine, ein Dekadent ist by the way auch so krass gehatet worden, dass das, glaube ich, ein Mitgrund gewesen ist, warum er nach Irland geflohen ist. Lustig ist auch, dass es bei der Frage eigentlich darum gehen soll, warum ich denn reaktionär, also rechts bin. Ey, das ist so witzig. KuchenTV hat... Falls du es jetzt gerade guckst, ne? Es war schon ein witziger Moment, dass KuchenTV eine E-Mail bekommen hat, wo drin steht, dass er reaktionär ist. Und er hat im ersten Moment gedacht, das bedeutet, er macht Reaction-Videos. Und dann hat ihm jemand erklärt, was reaktionär ist. Und er hat gesagt, nee, also das bin ich nicht. Da musste ich schon kichern, als ich das gehört habe. Und das ist dann seine Antwort, warum der Punkt dafür spricht. Ja, anstatt darauf einzugehen... Na, ich würde sagen, das ist ein Punkt für den Antifeminismus, aber... Aber was ist das überhaupt für ein Format jetzt? Also Kürtschu stellt einen KuchenTV zur Rede, wie der das denn fertig bringen kann, KuchenTV-Videos zu gucken oder was? Ist das Konzept von dem Ding? Ist es so, jemand, der KuchenTV nicht nahesteht, einer von den 1 Million Abonnenten, die er hat, redet mit Kürtschu darüber und rechtfertigt sich dafür, welchen YouTuber er sich gerne anguckt. Und Kürtschu sagt, ah, aber willst du den nicht vielleicht doch deabonnieren und den nicht mehr gucken? Er macht jetzt so Einzelgespräche, wo er den Zuschauern erklären will, warum das nicht gut ist, den zu gucken, oder wie? Ja, Bro, also er sagt selber, dass das kein Punkt dafür ist, dass ich reaktionär bin. Also du hast die Frage wirklich super beantwortet. Das macht er übrigens während dem gesamten Interview. Also es gibt nicht einen Punkt, den er nennen kann, warum das bei mir der Fall sein soll. Aber ich will auch nicht so sein. Wahrscheinlich hat er sich bei dem Punkt ein bisschen verschrieben, denn ein Clip später geht es tatsächlich ungefähr um dieses Thema. Und da blende ich euch jetzt ein, was Shoyoka gesagt hat und was meine Antwort darauf ist. Und dann, was mein Anwalt dazu sagt. Das ist echt unangenehm. Aber ich bin eine Frau mit einer politischen und gesellschaftlichen Meinung. Und ja, das ist ein Frauenthema.
Denn meine männlichen... Du hast reich vergessen und weiß. ...Kollegen, die über die gleichen Dinge reden wie ich, bekommen nicht solche Texte. Ja doch, Karl, schon. Doch. Die sind doch alle in Therapie. Warum denn wohl? Dara kriegt keinen Hate ab. Nee. Nee, der nicht. Und Karl, super beliebt. Okay. Von Typen, die ihnen schreiben, wie sie vergewaltigen wollen. Ja, die vergewaltigen nicht. Die sagen dann sowas wie schlagen oder abstechen oder sowas. Da haben die ja nochmal Glück gehabt, ne? Das ist ein Frauenthema. Ja. Ja, natürlich kriegen Männer das nicht. Das wäre auch maximal homosexuell, oder? Aber ja, natürlich bekommen solche Nachrichten häufiger Frauen, denn das ist für diese Idioten nun mal eine Angriffsfläche, die man nutzen kann. Obwohl das komplett dämlich ist, sowas zu schreiben, da müssen wir nicht drüber reden. Der Jack Bennett sagt gerade was im Chat, das sage ich auch immer. Was sage ich immer, Chat? Women for Karl. Ja, sowas. Geld für danke. Uns. Ja, danke, das werde ich ausgeben. Danke, Kiris kranker Kindergarten, für 200 Bits. Dafür bekommen Männer aber häufiger Schläge oder einen Mord angedroht. Zumindest ist das bei mir immer so. Da gab es auch Quellen zu. Pew Research Center war es, glaube ich. Die haben damals untersucht, wer wie viel Hate kriegt und wie sich das aufteilt. Und tatsächlich, sexuelle Androhungen oder Beleidigungen waren bei Frauen deutlich höher. Ich glaube, da zählt auch sowas rein wie, du hast einen kleinen Penis oder sowas, ne? Aber auch irgendwie so Vergewaltigungsandrohungen. Das ist natürlich sehr, sehr viel bei Frauen, aber bei Männern ist halt irgendwie doppelt so oft so, ich stech dich ab oder ich schlag dich oder sowas. Vielleicht sollte man sowas alles nicht schicken. Übrigens, hier schreibt gerade einer Tic-Tac in den Chat. Das, das schreibst du hier das letzte Mal. Ich timeoute dich jetzt dafür. Es gibt eine Sekunde Timeout. So, Tic-Tac ist nämlich eine Bombendrohung. Aber wisst ihr, was lustig ist in einem Stream? Hier, wenn man sowas macht, so, das ist keine Drohung, das ist cool. Das ist ein Joke jetzt gewesen. Ne? Ich habe nur einen Joke gemacht, auf jeden Fall. Also das ist witzig. Das war nicht witzig. So ein Username vorlesen und so ein Messer aufklappen und in die Kamera halten, das ist sehr, sehr, sehr lustig. Aber Tic-Tac geht zu weit, das ist nicht lustig. Was ist jetzt schlimmer? Ja, gar nichts. Beides ist wahrscheinlich schon irgendwo gleich schlimm. Also selbst bei sowas versucht sie irgendwie ihr Geschlecht in den Vordergrund zu stellen, um sich noch mehr in die Opferrolle packen zu können, als es irgendwelche Männer machen könnten. Sie hat hier nicht aufgeklärt im Sinne von so, hey, guck mal, Frauen werden im Internet anders gehatet als Männer, Mann. Sondern Frauen werden im Internet anders gehatet als Männer, Mann. Das ist ein bisschen, die Stimme klingt voll oft so wie bei diesen 90er-Jahre-Kifferfilmen, oder? Oder so diese Highschool-College-Filme, wo da dann so ein Trottel bei ist und der ist immer irgendwie bekifft und er sagt dann, hey Mann, lass mal richtig einen durchziehen. Sowas wie hier, ey Mann, wo ist mein Auto oder sowas. Oder irgendwie so in diese Richtung geht es. Sie wollte sich damit ganz klein die Opferrolle stellen und sagen, meine männlichen Kollegen bekommen nie solche Nachrichten, ich bekomme immer solche Texte. Ja, Frauen werden anders gehatet, das habe ich da auch schon eingesehen, lustigerweise, obwohl Kürtschow das Gegenteil lustig behauptet. Ich finde aber trotzdem, dass Gewalt oder Morddrohungen, zum Beispiel gegen mich oder gegen Männer allgemein gar nicht fit gehen. Nein, nicht weniger bedrohlich sind. Ach, als fuck, Alter, jetzt hat er das einfach richtig ausformuliert. Nachrichten, die Frauen bekommen. Sie versucht es halt wieder auf... Ich wollte seine Sätze beenden und dann habe ich es falsch gemacht. Ja, lacht mich aus, peinlich, Entschuldigung. Ihr Geschlecht zu schieben, obwohl jeder Hate bekommt. Mein Punkt ist nicht, dass sie sagt, dass sie Hate bekommt oder was für Hate sie bekommt, sondern aus welcher Intention sie das macht. Und zwar, um sich als Frau in die Opferrolle zu stellen. Und auch unabhängig von Shoyoka labert Kürtschow hier kompletten Müll. Beispielsweise das hier. Nee, ja, nicht, weil es leicht auszuargumentieren. Ach, jetzt ist da eine Kamera dabei. Okay, ja gut, dann verstehe ich das. Aber, ey, Kürtschow, warum kein Zoom? Warum nicht und dann ein bisschen ranzoomen? Aber ey, das ist auch... Aber das ist jetzt ein Kuchen-TV-Zuschauer? Sitzt der da in der Vorratskammer? Da ist doch ein Boiler hinten, oder? Was ist das für ein geiles Setup? Was ist das hier? Was steht da drauf? Pelati? Hier irgendwie so Bohnen und so Öl rumstehen. Übelst geil einfach. Richard, wo erreiche ich dich? Ja, in der Kemenate, Markus. Das ist einfach der junge Richard David Brecht in seiner Kemenate. Aber Kürtschow schneit es doch zu, Alter. Was ist denn das? Sondern weil er sowieso schon angefangen hat damit. Weil es Content ist, weil die Leute ihn dafür jetzt gerade kennen und weil sie die Videos feiern. Die feiern das, wenn man auf eine Frau einschlägt. Ja, based. Die Leute, Alter, hier hinten noch das geile Waschmittel. Das ist doch die Therme, oder? Und dann hat er hier noch so ein,
Was ist das für eine Packung hier von so Küchengerät oder so? Übelst geil einfach. Es ist, wenn jemand komplett dumme Aussagen bringt und Kuchen die auseinander nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Ja. Nee, richtig. Aber die Videos mit Frauen werden trotzdem sehr viel mehr geklickt. Das erzeugt sehr viel mehr Spannung, sehr viel mehr Reichweite. Das ist halt einfach nachweislich gelogen. Gucken wir uns einfach mal meine 16 beliebtesten Videos an. Ja, das sind tatsächlich 7 Frauen. Aber das ist genau das Gleiche, was Baba Bartonek über mich gesagt hat damals. Der hat auch gesagt, ich mache Videos gegen junge Frauen. Und dann habe ich auf meinen Kanal geguckt und gesagt, so, hä, was meint der? Ich habe mal die Videos von den letzten 2 Monaten durchgeguckt. Dann habe ich die meistgesehenen Videos durchgeguckt und es stimmt nicht. Also nicht mehr als 50%. Und bei Kuchen ist es jetzt irgendwie das Gleiche, oder? Komisch. Und runter, lustigerweise auch 7 Typen, also Frauenquote bei mir auf jeden Fall erfüllt. Naja gut, Miguel Pablo, aber... Aber willst du mir jetzt wirklich sagen, dass die Leute sich bei einer... aber warte mal, was? Also Frauenquote bei mir auf jeden Fall... Aber hier sind auch 4 Typen sogar. Da ist kein einziges Mädchen zu sehen in dem Video, kannst du auch markieren. Erfüllt. Aber willst du mir jetzt wirklich sagen, dass die Leute sich bei einer Paulana, bei einer Dagi oder bei einer Bibi gedacht haben, boah, endlich schießt er gegen Frauen, dieses Video gucke ich mir jetzt an. Wie der andere Typ ja auch schon gesagt hat. Ja, die hätten auch gedacht, so wenn das ein Mann gemacht hätte, wäre das ja gar kein Problem. Also sowas, was Katja Krasowitsch da macht, wenn das ein Kerl machen würde, der wäre richtig beliebt und würde gar keinen Hate kriegen. Das wäre übelst beliebt, sagt halt, oder? Gehen die Videos viral, weil die Aussagen der Leute einfach extrem dumm sind und das die Leute deutlich besser unterhält. Oder das Thema ist halt einfach gerade generell im Hype. Ich habe auch mal ein Video über so einen kleinen Kritiker gemacht, der 100 Abonnenten hatte. Das Video dazu hat 500.000 Aufrufe erreicht. Und das war der was? Der cringigste, in Anführungszeichen, Kritiker. Okay, mein cringiester Kritiker. Aber ey, warum ist es denn jetzt hier... mein cringiester und hier ist mein cringigster. Welches ist es denn jetzt? Also das ist so, weiß nicht, da kickt, glaube ich, irgendwie meine Neurodivergenz oder so. Aber wenn so im Thumbnail und im Titel unterschiedliche Schreibweisen sind, dann bin ich immer verwirrt. Was, welches ist es? Abonnenten hatte. Das Video dazu hat 500.000 Aufrufe erreicht. Ein Blazin' Daniel beispielsweise kennt auch niemand. Das Video. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist, Alter. Also ich kenne ihn wirklich nicht. Das Ding da hat anscheinend irgendwie 1 Million Aufrufe. Ich habe das aber nicht geguckt und ich kenne auch den Kerl sonst nicht. Der lächerlichste Keck, Blazin' Daniel. Aber ne, man sieht mal wieder, die Superlative werden wieder gegrindet. Grüße an Ultralative, aber ne, hier. Der cringigste und der lächerlichste, einfach immer schön nochmal einen oben drauf. Das ist jetzt der Schlimmste. Ne, dieses Mal ist der Schlimmste. Jetzt ist der Schlimmste. Das Video, was ich über den gemacht habe, hat aber 1,2 Millionen Aufrufe erreicht. Und auch mein erstes Video gegen Ahmad hat über 700.000 Aufrufe, obwohl der Typ zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 10.000 Abonnenten hatte. Den Leuten ist das Geschlecht... Aber inzwischen ist Ahmad eine große Nummer, oder? Der hat, glaube ich, auch, der hat bei mir ein Video kommentiert neulich. Der hat eine Bombe drunter gepostet. Da hatte ich schon, das war schon heilig beängstigend, da hatte ich schon Angst. Aber da habe ich an meinem, hier warte, ich kann das mal raussuchen. Ich hab an meinem Handy so eine Nachricht gekriegt, so wie ein YouTuber mit mehr Abonnenten dazu, hat dir einen Kommentar geschrieben. Das war bei dem Dara-Talk. Ja, und dann, Alter, was? Videoplayer wird nach 3 Videos. Ach, fickt euch doch, Alter. Ja, ich kaufe mir irgendwann, meinetwegen kaufe ich mir irgendwann YouTube Premium, oder was auch immer, ey. Hier. Da, nett von Dara, dass er Imp endlich mal die Welt erklärt. Und hier, Ahmad hat drunter gepostet. Einfach unter den Kommentar von Kuchen. Und hat einfach nur eine Bombe gepostet. Oh, oh. Ah, TikTok, ich habe Angst. Ahmad, bitte nicht. Ist der Ahmad oder Ahmad eigentlich? Weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber es ist schon heilig beängstigend, wenn ich so einen Bomben-Emote kriege. Ich habe schon kurz gezittert. Schon. Ahmad heißt er, okay, gut. Echt vollkommen egal. Die haben einfach Bock, richtig loste Leute wie dich in meinem Video zu sehen. Meine Videos über Frauen klicken sich überhaupt nicht besser, als wenn ich einen Mann kritisiere. Das ist kompletter Quatsch. Und wenn nicht, dann kannst du mir das ja gerne mal anhand von irgendwelchen Statistiken zeigen, oder? Ja. Ja, pass, ey, der macht das. Der macht das. Jetzt hast du dem einen Auftrag gegeben. Warte mal ab. Ne? Also, wenn Kürcho das sieht und er sagt, ja, Community, dann hast du es wohl nicht anders gewollt, KuchenTV.
Ich setze mich jetzt dran an mein 120-seitiges Dokument, warum du Frauen schlechter behandelst als Männer. Kommt dann in 3 Monaten, dauert halt ein bisschen. Aber ich setze ein paar rote Punkte rein. Es wird gerade im Chat gesagt, Arabisch Ahmad, Türkisch Ahmed. Ich kenne aber einen Russen, der Ahmed heißt. Dagestan, das, ist das näher an Türkisch als an... Okay. Danke Son Mike für deinen Tier 1 Sub. Ja, das Shoyoka-Thema ist natürlich gerade sehr beliebt. Shoyoka und Freiraum reklicken sich gut, aber es geht ja ums Allgemeine und nicht um 2 Frauen, die man sich rauspicken kann, oder? Vor allem gibt er im Grunde auch genau das eigentlich zu. Okay, warte, lass mich auf Kuchen seinen Kanal schauen. Also ich glaube, dass die Videos jetzt, beispielsweise das letzte Video gegen Dara, kam mindestens genauso gut an wie das gegen Freiraum Re, oder? Stimmt, ja. Also jetzt... Meint ihr, Kuchen stellt den danach ein als so seinen PR-Berater oder seinen Pressesprecher oder so? Dann kann Geld, der immer mit Geld, den Leuten reden. Geld. Für Premium-Content auf YouTube. Och, danke sehr. Ist 11,99 Euro, ist das der Preis von YouTube Premium? Ich will immer noch gucken, ob ich das irgendwie... Darf man das im Stream sagen? Aber in der Türkei ist YouTube Premium ein bisschen günstiger. Und ich habe ja mit meiner Kreditkarte in der Türkei was bezahlt, also ich werde mir das, ich glaube, ich hole mir bald das deutsche YouTube Premium. Also, der Typ ist ganz gut für sein Alter, ja. Ja, aber ist endlich hat Kurt schon mal wen gefunden, der mit ihm auf Augenhöhe ist. Ein 13-Jährigen. Ja. Das ist halt die Plausible Deniability-Karte. Also ja, wie? Ich weiß. Bitte was? Der Dude sieht aus wie eine Mischung aus einem jungen JF Not Kennedy und Richard David Precht. Ja, ich finde auch, das ist hier basically Lanz und Precht, oder? Ist er so der intellektuelle Precht in der Kemenate? Und dann ist hier unten Markus Lanz mit seinen Skills, zum Beispiel in einem Gespräch einfach immer doch zu sagen, wenn der andere was sagt, was einem nicht passt oder sowas. Wobei bei Richard macht er das ja nicht. Ich habe heute erst ein Video gesehen, da haben die beiden sich entschuldigt dafür, dass Richard irgendwas gesagt hat. Also da waren irgendwie salopp 1-2 Sätze drin, wo er dann gesagt hat, ja Markus, ich hatte noch diese Eindrücke im Kopf, weil ich irgendwo verreist bin und dann habe ich da vielleicht das ein bisschen so und so ausgedrückt, aber ich meinte es eigentlich so und dann hat Markus gesagt, ja Richard, und ich wollte dich auch nicht unterbrechen und ja, ich habe dann ja gesagt, aber eigentlich meinte ich nicht so. Aber Lanz ist ja irgendwie so, weiß nicht, bei manchen Gästen, da fällt er denen die ganze Zeit ins Wort, aber bei Precht ist der so richtig krasser Fanboy, ne? Plausible Deniability, das ist... Ah ja, ich mach doch... Plausible Deniability, ach ja, ich mache doch so und so. Auch Videos über andere. Das ist so geil mit diesen Fallacies, ne? Die lernen davon einfach 5 auswendig und benutzen die dann die ganze Zeit. Das ist jetzt Plausible Deniability und vorher hast du einen Whataboutism gemacht. Das ist ein Strohmann. Boom. dann rattern die so Wörter ab und sagen, ja, es könnte diese Fallacy sein. Ich habe dich debunked. Ich habe die Debatte gewonnen. Ja, du richtig, bist aber Plausible Deniability. In der Intensität macht er die Videos nur über die Woke-Bubble. Ja gut, Bro, aber... Ja, die funktionieren halt besser. Also das habe ich auch schon miterlebt, ja, bei vielen Leuten. Irgendwie. Danke sehr. Danke sehr, Crystal Dark, für 3 Gift-Subs. Also, ich mache ja auch mehr Videos über die Woke-Bubble. Aber folgendes. Erstens, die Woke-Bubble, die tut so, als wäre sie auf meiner Seite. Genauso geht das wahrscheinlich einem Erwin und einem Sinan und sowas, wenn die immer sagen, hallo, wir sind die Linken, jetzt machen wir hier ein Loch in unser Schiff rein. Und dann denkst du, mach dir nicht. Ne? Also das ist ein Grund. Außerdem ist es halt super lächerlich oft. Die Rechten, die halten ihre Verrückten ein bisschen besser in Schach oft. Die siehst du dann nur mal bei so Spiegel-TV-Dokus oder sowas, aber die machen sich nicht so viele eigene Kanäle, die üben dann so ein bisschen mehr. Und ey, weiß ich nicht, weil man will ja, wenn man ein Video gegen irgendwelche Rechtsradikalen macht, dann kriegst du halt nur irgendwelche Morddrohungen oder sowas. Und wenn du Videos über Wokies machst, dann kann man gemeinsam ein bisschen drüber lachen. Und die Wahl beeinflusst das ja eh nicht. Also was soll's. Die nehmen sich eh alle viel zu wichtig und denken, sie können da irgendwie auf Twitter und auf Twitch irgendwie die Politik des Landes verändern oder so. Als wären sie die wahnsinnig wichtigen Meinungsmacher oder so. Und weil irgendein Kürtschow oder so vor seinen 50 Zuschauern irgendwie
der Politik erklärt oder so, könnte er dann irgendwie einen großen Einfluss auf die Welt haben. Also das ist ein bisschen naiv auch, ne? Und die Woke-Bubble ist halt oft lächerlich. Deswegen, natürlich kritisiert man die. Und die passieren halt in den Mainstream-Medien. Die sitzen halt bei öffentlich-rechtlichen Medien, die wir alle fördern. Oder ARD macht irgendwie so einen Mixtalk und dann werdet ihr da nacheinander alle durchgereicht. Und wenn man die Ampel kritisiert, wo ja auch, ne, bei den Grünen, da wird ja auch dann immer gesagt, das geht schon wieder gegen die Woken, wenn man die Grünen doof findet. Ja, aber die sitzen in der Regierung. Das wird ja auch den Linken und wird manchmal vorgeworfen, dass sie ja das Gleiche kritisieren, was die AfD auch kritisiert. Ja, aber die sind beide in der Opposition. Die Opposition kritisiert die Regierung. Was sollen die denn machen? Sollen die sagen, ey, wählt uns, aber also die anderen, die ihr gewählt habt, die sind auch gut. Völlig dumm, oder? Sollen sich jetzt die Linken hinstellen und sagen, SPD, Grüne, top, ihr macht, ja, richtig gut, ihr macht es super, macht ihr da alles geil. Ja, als Opposition kritisierst du die Regierung. Und ich sehe euch alle als meine Opposition. Die Rechten sehe ich auch als meine Opposition. Aber wie gesagt, die sitzen nicht in der Regierung, nicht im Rundfunkrat, sondern die sitzen irgendwo im Keller und horten Waffen. So hat man ja keinen Bock drauf, irgendwelche Videos gegen die zu machen. Wenn sich das Dara-Video genauso klickt und Dara keine Frau ist, dann hast du dir eigentlich gerade selbst widersprochen. Und ja, momentan kommen relativ viele Videos zur Vogue-Bubble. Was aber vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass ihr auch sehr oft über mich redet. Die beiden Videos über Ja, bei mir ja auch, ne? Habe ich gemacht, weil er über mich gesprochen hat. Etliche Videos über Freiraum-Re und Shoyoka ebenfalls. Und also wenn ich von denen teilweise blockiert oder irgendwo erwähnt werde oder mitbekomme, dass deren Community mich irgendwie zu großen Teilen kennt, woher bloß, ne, und dann irgendwie negativ über mich redet und bei mir in den Chat kommt oder mich in anderen Chats anspricht oder ich Leute kenne, die irgendwelche DMs bekommen, wo sich dann beschwert wird, wie man denn mit mir zu tun haben kann oder wie ich auch irgendwelche DMs bekomme, wie ich denn was mit Erwin oder Sinan oder so zu tun haben kann, kann man sich denken, von welcher Bubble das kommt, ne? Natürlich hat man da ein Problem mit. Also wenn ihr die ganze Zeit Leute anpöbelt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn diese Leute sich dann wehren. Also wenn jetzt ein Kürtschow oder so sagt, Erwin und Sinan, die machen öfter mal Videos über mich oder erwähnen mich irgendwo. Ja, frag dich mal warum. Du hast sie ja permanent zum Dauerprogramm gemacht. Ich bin mit beiden befreundet, ich finde das halt auch nicht so geil, ne? Ja, kein Wunder, dass man sich dann mal äußert. Aber ja, geht schon hin und her, ne? Und zu sagen irgendwie, ja, Kuchen könnte ja, der könnte ja auch mehr die Rechten kritisieren. Ja, aber Kürtschow, du könntest das auch machen. Ja? Guckt euch mal die Kürtschow-Streams an. Kürtschow streamt, dann erst streamt er irgendwie 4 Monate gegen Erwin, dann streamt er irgendwie 2 Monate gegen Karl, dann hat er 2 Monate Kuchen-TV oder so. Aber wenn du einen Kürtschow-Stream anmachst, da kannst du ja fast jeden Tag die gleichen Gesichter sehen. Ne? Bei dem geht's irgendwie, bei Kürtschow geht's irgendwie relativ selten gegen AfD und Co., ne? Da geht es eigentlich auch immer gegen andere Linke, die ihm nicht in Kram passen. Also diese Kritik, wenn man die jetzt auf dich mal gucken, wir können ja mal reinschauen. Wir können ja einfach kommen, ich hier labere und mir einen Quatsch ausdenke. Kürtschow, gehen wir einfach mal auf den Kanal drauf und gucken einfach mal, wer hier angegriffen wird. So, finden wir hier irgendwie Rechtsradikale? Wen haben wir denn hier? Wir haben hier der Equalist, hier nochmal. Hier haben wir Herr Newstime. Hier haben wir Alpha Kevin, hier haben wir nochmal Equalist, hier haben wir Kuchen TV, nochmal Alpha Kevin, Tobias Huch, hier haben wir Karl, hier haben wir Saschka. Also klassische Rechtsradikale ist ja keiner von denen, oder? Finden wir hier irgendwo einen Rechtsradikalen? Guck mal, hier ist wieder Erwin und Wagenknecht und ne? Dara und Skurros sind hier. Gut, also ist jetzt kein offener AfD-Wähler zum Beispiel dabei oder kein offen Rechtsradikaler, nicht mal ein Patriot oder Geld, irgendwas. Geld, wen haben wir denn Geld, sonst so dabei? Geld, danke sehr. Geld. Und man kommt Dorian wieder zur 100. Jubiläumsfolge vom Podcast? Also es gab ja keine 100. Jubiläumsfolge. Es war ja, also danke erstmal für 333 Plausible Deniability, du Keck. Also ich hab ja irgendwann aufgehört, die zu nummerieren, weil es auch immer scheiße ist, wenn man eine nachträglich rausnimmt und dann die Zahl, ne, ist irgendwie auch kacke. Ich auch dachte irgendwie, der Podcast-Kanal funktioniert eh nicht mehr, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der will nicht mehr so gerne vor Kameras. Wenn er sich bei mir meldet, steht ihm meine Tür immer offen, aber letzten Male, dass ich angefragt habe, hatte er nicht so Bock, deswegen weiß ich nicht.
Vielleicht hat sich seine Meinung irgendwann geändert. Aber ja, wo findet man denn auf Kürschows Kanal ein einziges Video gegen einen klassischen Rechtsradikalen? Wen findet man denn hier sonst noch? Hier ist Grabenkampf, irgendwie 10 Videos hintereinander. Wen haben wir hier? Das ist jetzt hier, wir sind jetzt auch schon 5 Monate in der Vergangenheit. So gut wird Russland fallen, kann man jetzt diskutieren. Russland, Ukraine, was da jetzt, ne, was da jetzt wo ist. Aber hier, guck mal, hier ist dann Sinan, hier ist der Agitator. Wo sind die Rechten? Wo sind sie? Hier, da, ein Talk mit Amaya über AfD und so, okay. Kann sein, dass da was... Ah, hier, Andrew Tate, endlich mal. Andrew Tate würde ich schon als rechts bezeichnen. Und bei Skurrows bin ich mir nicht so ganz sicher, wo ich den einsortieren muss. Ich würde den am ehesten bei unpolitisch einsortieren, aber hier ist nochmal der Agitator. Hier sind Morph und Erwin. Okay. Ja, aber es komisch, ne? Also ich kenne ja einige von den Namen von diesen Social-Media-Rechtsradikalen, ne? Ich kenne ja ein paar Namen und ein paar Gesichter und so. Davon habe ich jetzt zufälligerweise gar keinen da gesehen. Auch keinen Politiker. Was ist denn beim rechtspopulistischen YouTuber Sinans Woche, wenn man da mal reinguckt? Hier, gucken wir mal. Der ist ja... Was haben wir denn hier? Wenn man hier so ein bisschen runterscrollt. Ach, hier, guck mal. AfD will Bürger bewaffnen. Gefahr von rechts. Huch. Ne? AfD will Döner verbieten. Strategien, die Strategien der Rechtsextremen mit Nikhil. Ach so. Huch. Was würde man machen, wenn ein Freund die wählt? Ach guck mal, Julian Reichelt wird da kritisiert. Auch eher rechts, oder? Huch. Wen sieht man hier? Alpha Kevin Kuchen TV, Herr Newstime. Sind das deine Neurechten, Kürtscho? Vielleicht mal untersuchen lassen. Und auch Leute wie Dara haben mich in ihren Streams die ganze Zeit erwähnt, weswegen ich Videos dazu mache. Nicht nur, das will ich gar nicht sagen, aber die meisten Videos wären gar nicht entstanden, wenn ihr mich ignorieren würdet. Aber danke dafür, das ist geiler Content. Bitte macht weiter. Der Typ beschwert sich halt wirklich darüber, dass ich mich einfach nicht mehr wehren soll. Das ist keine Ahnung. Ja, ja, und so weiter. Die Sachen, wo Leute einfach dumm sind und die man, also dumme Takes bringen und Kuchen, die wirklich... Kennt ihr den Begriff konnektiver Zynismus? Nee, aber ich kenne Plausible Deniability. Ich habe hier im Vokabelheft ein neues Wörtchen dabei. Skurrows bringt auch die ganze Zeit dumme Takes. Wirklich? Tobias Huch bringt auch andauernd dumme Takes. Der hat letztens gesagt, dass der Illigella Cup nicht ausverkauft sein wird. Wo ist das? Hä? Was? Was ist bitte der Illigella Cup? Illigella Cup? Hä? Was? Ich, ja, was? Ach, das ist so ein Fußballding. Oder? Real Life Illigella Cup in der Mercedes-Benz Arena. Das ist dein Problem mit Tobias Huch? Tobias Huch hat gesagt, irgend so ein Fußball-Event wird nicht ausverkauft sein. Was? Alter, Tobias Huch echt nicht mehr ernst zu nehmen. Der hat bei diesem einen Sportevent gesagt, es wird nicht ausverkauft sein und dann war es aber doch ausverkauft. Also der ist echt einfach unglaubwürdig. Einfach keine Ahnung, der Mann. Das ist ja wirklich sowas Dummes, habe ich ja selten gehört, einfach, dass der Illigella Cup nicht ausverkauft ist. Das Video von KuchenTV darüber existiert nicht, weil es sein Freund ist. Warte, was? KuchenTV soll jetzt ein Video darüber machen? Die dümmsten Aussagen von Tobias Huch, wartet ab, Leute. Er hat gesagt, dieser eine Fußballcup hier, der wird nicht ausverkauft sein. Und ja, guck mal, ist ja doch ausverkauft. Warum macht denn KuchenTV nicht mal so ein Video? Wo ist nur mein Video über Tobias Huch, weil er zu einem Event gesagt hat, dass das nicht ausverkauft ist, obwohl es doch ausverkauft gewesen ist? Das ist so dumm. Mann, das mache ich. Alter, ich glaube, ich schreibe jetzt so ein 60-seitiges Dokument darüber, dass ich sage, so Tobias Huch, das war's. Hier ist ein Clip, dass Tobias Huch gesagt hat, wir nicht ausverkauft. Hier ist ein Screenshot, das doch ausverkauft war. Ja, und dann mache ich halt Copy-Paste so lange, bis ich 60 Seiten voll habe. Und dann geht das zu Twitter und es merkt eh keiner, dass ich es die ganze Zeit nur wiederholt habe. Nur weil ich mit ihm befreundet bin. Denn das ist so ein wichtiges Thema. Wie konnte ich das nur ignorieren? Unfassbar, wie ich hier meine Freunde beschütze. Dass ich da kein Exposed-Video gegen ihn gemacht habe, also da komme ich selber noch nicht drauf klar. Danke sehr, Aaron.
Ja, soll ich das machen? Tobias Huch exposed? Es ist... weiß ich nicht. Bei manchen von diesen Leuten, ob es jetzt ein Kürtschu ist oder einer von diesen ganzen anderen Twitter-Gesichtern da, die Hälfte von denen hat doch eh irgendwann mal gestanden, dass sie vor 2-3 Jahren noch rechtsradikal gewesen sind oder so, ne? Oder dass sie irgendwie eine rechte Vergangenheit haben. Ey, die wirken doch einfach wie eine False-Flag-Aktion. Das kann doch kein Mensch ernst meinen. Der macht einen YouTube-Kanal, wo der nur Linke angreift die ganze Zeit. Und dann sagt, aber ihr seid alle nicht links genug oder irgendwas. Ja, früher war ich vielleicht mal rechts. Das hat er, glaube ich, in dem... Wir haben so durchgeskippt, ne? Bei der Antwort auf uns. Da hat er irgendwie... Da ist der richtig emotional geworden an einem Punkt. Wir haben irgendwie so einen flapsigen Witz gemacht und man hat bei ihm wirklich so Voice-Cracks gehört, wo er gesagt hat, ja, also ist doch normal, dass man früher immer nur so rechte Verwandte gehabt hat und dann auch selber. Und wenn ihr das nicht hattet, dann seid ihr vielleicht die Ausnahme, aber bei mir... Also ich, also, das war so... Ich werde das, glaube ich, nicht mehr wiederfinden, aber ich habe da mit Sinan so gesessen und wir dachten so... Hat er das echt gerade? Was? Wir haben das halt. Wir haben ihn von vorne bis hinten halt nicht so ernst genommen. Wir haben halt gedacht, ja gut, wir hören uns mal an, was er so sagt. Wir machen ein paar Jokes und so. Und ihn hat das wirklich persönlich getroffen, glaube ich. Und er hat dann wirklich so ein bisschen geschrien. Und gesagt, ja, da hatte ich halt früher rechte Verwandte. Na und? Okay. Ryoka hat ja Streams lang über KuchenTV abgelästert. Und KuchenTV hat sich dann halt verteidigt, wenn diese Leute im Titel stehen, die Annahme haben, dass das ein spannendes Video wird, weil sich Leute komplett blamieren. Und das ist das, was die Community feiert und was die Leute mehr anschauen. Hat er sich auch verteidigt, als Freiraumreh auf Oliver Pocher reagiert hat? Boom! Jetzt hat er einen Punkt gemacht. Ah, nein, doch nicht. Bei 13 Fragen, war das auch eine Verteidigung? Nee, da hat er halt gesagt, ich habe das zufällig gesehen und das fand ich lächerlich. Der Typ hat doch nicht gesagt, dass sich KuchenTV jedes Mal verteidigt. Der hat ja auch keine Pflicht dazu. Als gäbe es irgendwie so einen Nicht-Angriffspakt. Der neue Hitler-Stalin-Pakt, der KuchenTV-Freiraum-Reh-Pakt. Und KuchenTV hat ihn einfach gebrochen. Ihr habt eigentlich gesagt, ihr verteidigt nur und dann greifst du einfach doch an, wenn Freiraumreh gegen Oliver Pocher geht. Da hat sich KuchenTV ja vielleicht um eine Ecke doch so verteidigt, wenn er ein bisschen YouTube Oliver Pocher ist, aber ist egal. Oder als er angefangen hat, über Hogwarts Legacy und J.K. Rowling zu reden und ihre Transfeindlichkeit, die er nicht wirklich erwähnt hat. Wie konnte es KuchenTV wagen, über Hogwarts Legacy zu reden? Das war doch irgendwie ein Monat in den Twitter-Trends. Guck mal, über was macht KuchenTV Videos? Gehen einfach mal hier auf den Kanal. Gucken einfach mal drauf. Moin, Leute. Moin. Jetzt habe ich irgendwas angeklickt, aber man geht jetzt hier einfach mal drauf. Zack. So, und der berichtet halt über alles Mögliche, ne? So, also über diese Social-Media-Welt. Selten geht es aus dieser YouTube-Bubble raus. Es geht schon immer irgendwie um andere YouTuber oder Streamer. Oder halt irgendwas, was damit irgendwie in Verbindung steht. Aber gut, hier ist auch mal irgendwie letzte Generation. Aber der macht halt seine Meinungstalks, ne? Der redet über das, was irgendwie gerade aktuell ist. Und wenn auf Social-Media... sei es jetzt YouTube, Twitch oder Twitter, Hogwarts Legacy ein großes Thema ist und wild darüber diskutiert wird, ob ein Streamer das nun spielen darf oder nicht, dann ist das doch gewissermaßen in seinem Themenbereich. Ja, und dann kann er da doch gerne drüber reden. Warum sollte denn KuchenTV ein Verbot bekommen, über Hogwarts Legacy zu reden? Und J.K. Rowlings Transfeindlichkeit ist für Kürtschu jetzt auch einfach mal ein Fakt. Und KuchenTV muss das auch klar so benennen. Und er darf da auch keine andere Meinung zu haben. Der darf da auch nicht irgendwie ein bisschen lockerer sein. Der muss dann sagen, wenn jetzt hier irgendwie Kürtschus Twitter-Kumpel, wie hieß der noch, William oder so, wenn der ein ganz langes Dokument mit irgendwelchen Links gemacht hat, dann stimmen die auch alle. Dann kann man da durchgucken und sagen, Top-Quellenangabe. Ja gut, aber also einerseits, guck mal, KuchenTV geht da einerseits wirtschaftlich dran wahrscheinlich. Der macht hier so ein Video wie das hier, da ist eine Shoyoka im Thumbnail und im Titel und dann siehst du, zack, kriegt mehr Aufrufe als die Videos, die drumherum sind. So, ne? Hier ist irgendwie Luke Mockridge, war auch ein wichtiges Thema oder ein beliebtes Thema, ne? Ist auch ganz gut angekommen. Und der weiß natürlich, dass wenn der jetzt irgendwie ein Video macht über hier diesen Typen hier oder so, diesen, wer auch immer das ist, so, dann kriegt das halt weniger, als wenn er über Shoyoka macht. Guck, hier ist Shoyoka, jeweils doppelt so viele Aufrufe wie der da. Natürlich hat er dann da auch mal Interesse dran und denkt, na gut, dann macht er hier auch hier diesen... keine Dates für T-Cack, wer auch immer das ist. Ne, aber dann
macht er das natürlich trotzdem, aber er macht dann über Shoyoka vielleicht ein, zwei mehr Videos als über T-Cake, weil ne, den, die kennen mehr Leute und die sind gerade mehr im Gespräch. So, oder so ein Karl geht auch immer ganz gut, so wenn der im Thumbnail ist oder im Titel, dann gehen da auch ein bisschen die Klicks hoch. Ne, hier sind Dara und ich. Hier ist Good Y Kollektiv, das war ja auch ein großes Ding, aber ne, hier sind relativ oft irgendwelche großen Leute drin. Hier ist jetzt quasi Kürtschow, aber ohne das Bild drin. Ne? Gronkh funktioniert, glaube ich, nicht so gut, weil Gronkh haben, glaube ich, zu viele andere auch drauf. Und der gilt ja auch nicht so als, er ist halt groß, aber der gilt nicht so als Vollidiot, um es mal so zu sagen. Ne? Ich glaube, bei KuchenTV wollen schon auch viele Leute einen Kampf sehen. Und wenn man dann Gronkh sieht, Gronkh ist halt so ein Sympathieträger und man weiß, da fliegen auch nicht so krass die Fetzen. Ich weiß, es gibt Leute, für die ist Gronkh der Teufel, aber ne? Die Leute freuen sich natürlich, wenn sie dann irgendwie Shoyoka oder Freiraumrehe auf dem Thumbnail sehen, weil sie sagen, ah, hier, guck mal, jetzt kriegt sie auf die Mütze. Ne? Jetzt fliegen die Fetzen. Das ist ein anderes Video, aber also der macht das ja schon ein paar Jahre. So, das wird er ja sich gemerkt haben. Der guckt natürlich auch in seine Analytics und der kann da schon auch Muster erkennen. KuchenTV sieht schon, dass, Video über T-Cake gemacht, Platz 8 von 10, Video über Shoyoka 1 von 10. Das wird er ja auch mitgekriegt haben. Ne? Und KuchenTV mag ganz gerne Geld, glaube ich. Wisst ihr, was ich hier dran lustig finde? Und der Erfolg. Typ sagt beiläufig, dass ich mich teilweise ja auch gegen Shoyoka verteidigt habe. Die komplette restliche Argumentation ignoriert Kürtschow jetzt. Aber nicht immer. Jetzt komplett und bringt x Beispiele, wo ich mich nicht verteidigt habe, sondern wo ich Shoyoka einfach so kritisiert habe. Vor allem ist ja für ihn Kritik auch direkt ein Angriff. Als wäre Kuchen jetzt zu Shoyoka hingegangen und hätte ihr ins Gesicht geschlagen oder sowas. Also, ist doch. Danke, Depressive Psychonaut. Also, er kann doch als. Im Grunde ist ja KuchenTV, wenn man es mit einer Zeitungswelt vergleichen würde, so eine Art Kolumnist. Der schreibt einfach, worüber er möchte. Gut, er hat keinen Verlag im Nacken, deswegen hat er relativ wenige Begrenzungen, worüber er da schreiben darf. Aber im Grunde ist es. Ist ein Meinungsblock, sowas, was hier dieser komische F.J. Wagner bei der Bild-Zeitung macht. Ne? Der redet halt über irgendwelche Leute, die irgendwas gemacht haben, er gibt seinen Kommentar dazu ab. Oder in der Tagesschau am Ende, dann sagt man, und hier ist jetzt unser Kollege vom SWR und der sagt dann, ja, das war ja wirklich was, also folgendermaßen. Ne? Und das, sowas macht er halt. So, und in der Rolle kann er ja reden, über wen er will. Und das ist auch nicht direkt ein Angriff, also er schreibt ja nicht irgendwie Todeslisten oder sowas. Alter, er macht da halt ein paar Videos und sagt halt, dass er diese Leute für Trottel hält. Ja, kann er ja machen. Also, ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe auch schon Beef mit dem gehabt. War nicht so schlimm. Da gibt es schon schlimmere. Also, danke sehr, Nila Xem Prime. Also es gibt auf jeden Fall, ach, das ist Mescalin, nur ein andersrum, ne? Okay. Es gibt, glaube ich, eine Menge, es gibt noch viel mehr Leute auf Social Media, wo man echt denkt, ah, mit dem vielleicht wirklich nicht anlegen. Ob es jetzt in so einer YouTube-Welt oder Streaming-Welt oder, weiß ich nicht, Deutsch-Rap-Welt ist oder so. Ey, aber mir würden direkt zig Leute einfallen, wo ich eher denken würde, ah, okay, mit dem besser nicht anlegen. Aber KuchenTV ist echt, der ist echt nicht dabei. Also, dass die alle so Angst vor dem haben, come on, was passiert denn dann? Da kriegst du ein paar mehr Aufrufe und hast ein paar Kommentare, dass du ein Blödmann bist. Da schreiben dir dann ein paar Leute irgendwie in den Chat oder in die YouTube-Kommentare und sagen, hahaha, Shoyoka blöde. Also, ja, wow. Also, was soll denn da sonst noch groß passieren? Da passiert doch nichts. Das ist doch wirklich nicht gefährlich. Da gibt's viel Schlimmere. Das andere Argument, dass Leute einfach auf dumme Aussagen von anderen stehen, wird komplett ignoriert, weil er gar nichts dazu sagen kann. Aber in den drei Videos hat sich KuchenTV gar nicht verteidigt, obwohl das gar nicht der Hauptpunkt war, das hat er in einem Nebensatz erwähnt. Digga, Kürtschow, wirklich, wie kann man so schlecht argumentieren? Und ich meine, eigentlich ging es auch immer noch darum, dass Videos über Frauen besser geklickt werden. Deswegen macht seine Antwort hier eigentlich noch weniger Sinn, weil er absolut vom Thema abgelenkt hat. Liegt halt daran, dass die ganzen Zuschauer alle so richtig frauenfeindlich sind. Die scannen die KuchenTV-Videos schon so und in der ersten Sekunde sieht man, Frau, da klicke ich drauf. Normalerweise klicke ich keine KuchenTV-Videos an, aber wenn es um Frauen geht,
gesagt. Natürlich greift er auch an, aber das darf man ja, wenn man was öffentlich äußert, darf jeder so viele Videos dagegen machen. Nein, angreifen darf nur Kürtschow. Wann verteidigt sich denn Kürtschow mal? So gut wie gar nicht, redet ja kaum jemand über ihn, der greift ja nur an. Vielleicht 5% der Zeit verteidigt er sich mal gegen irgendwen. Wie man will, aber das hat nichts ja, damit genau. zu tun, dass es eine antifeministische Hetzkampagne ist. Ey, wo er diese Grabenkampf-Videos gemacht hat, diese 20 Videos oder wie lang das war, diese lange Saga, die er da gemacht hat. War er da überhaupt mit dabei? Nicht, oder? Der war doch gar nicht im... War Kürtschow jemals im Grabenkampf? Grabenkampf Kürtschow. Da hat er doch echt einfach echt eine Enzyklopädie drüber gemacht, ne? Aber... Sie dann das Problem nicht. Mein Grabenkampf-Auftritt, aber das ist nicht Kürtschow. Fuck, Alter, jetzt wollen die mir hier wieder Premium andrehen. Kacke. Aber wenn man hier bei Kürtschow drauf geht und hier einfach mal Grabenkampf eingibt. Guck mal hier, Alter, der hat dann nur, warum der Grabenkampf endete. Das ist dann hier eine komplette Playlist mit fucking 14 Videos. Alter. So, und du warst nicht mal dabei. Also. Naja, doch schon. Wenn man die ganze Zeit sich im Kreis dreht mit den anderen Leuten, immer auf sich selber reagiert, ne? Monte reagiert. Danke sehr, Mr. Kaz I'm Palu. Darauf, dann reagiert Kuchen nochmal darauf, daraus mache ich dann auch nochmal ein Video. Wann immer die Kritik rankommt, wird immer wieder auf diese eine Sache referenziert. Und ach ja, wisst ihr noch damals, dieser Take von der sexuellen Belästigung, den wir erfunden haben, aber wir sagen euch nicht, dass wir ihn erfunden haben. Das Aha. wird immer wieder referenziert. Immer und immer wieder. In jedem Video. Ach so. Haben wir den auch erfunden? Hier haben wir das hier auch erfunden? Oder warst du das? Oh, es ist eine antifeministische Hetzkampagne, weil wir uns im Kreis drehen und ich immer noch mal auf die Videos reagiere, auf die Monte von mir reagiert hat. Ja gut, ich will naja, jetzt... Das ist halt E-Penis. Das ist, oh, der größte Streamer auf Twitch guckt meine Videos. Oh, geil. Jetzt gucke ich die auch noch mal. Oh ja, geil, Monte, gib mir ein bisschen Reichweite. Das ist es halt. Ja, und Wirtschaft, ne? Will ich nicht sagen, aber das mache ich halt bei jedem Video, egal was das Thema ist. Das ist echt antifeministisch, es ist unfassbar. Und Shoyoka hat ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das, was Shoyoka hier in ihrem Statement schreibt, beschreibt eine Situation, in dem Skurrus sie belästigt. Danke sehr, Hurz, für dein Prime. Das Lamm hat auf sexueller Basis. Was soll das sonst sein, Bro? Erklär uns das bitte. Ich meine, selbst Dekadent hat im Stream schon gesagt, dass das sexuelle Belästigung ist. Dekadent, kannst du bitte auf ihn hören, wenn du schon nicht auf uns hörst? Aber die sind Feinde. Karl und Kürtschow, die hassen sich doch. Hat Kürtschow nicht besagte 14 Videos gegen Dekadent gemacht? Das längste ging 8,5 Stunden. Stellt euch mal einen Menschen vor, der ein 8,5-stündiges Video von Kürtschow über den Grabenkampf guckt. Was? Alter, wer macht das? Ich hab's gerade wieder zugemacht, aber danke sehr, Kappelwolf, für dein Prime. Ja, hier, also, ich wurde ja drauf angesprochen von jemandem, der sich mit sowas immer beschäftigt, meinte, ja, oh, Digga, hast du mitbekommen, hier, Kürtschow gegen Karl, die kloppen sich da, und dann hab ich nicht mitbekommen, schick mal Link, und dann, oh, 1:49, das nächste, 3 Stunden, oh, 8:18, oh, nochmal 1:47, ach, nochmal 3:04, Hat das irgendein Mensch in voller Länge geguckt? Das ist halt die gleiche Nummer wie, no, ich schreibe hier so ein 8-Seiten-Dokument. Ich nehme nicht meine 5 besten Punkte. Nee, ich nehme alle Punkte. Okay. Worum ging es darin überhaupt thematisch? Also, ich fasse es euch kurz zusammen. Es ging im Grabenkampf um das Thema, ob Prostitution Menschenhandel oder Empowerment ist. Ja, also, eine fiktive Person, nennen wir sie jetzt einfach mal Klitschko oder so, die möchte gerne in den Puff gehen, ne, und sagt, naja gut, mit den Ladies läuft es nicht so richtig, aber hier sind 100 Euro, vielleicht kann man da was machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, vielleicht will diese Frau das nicht unbedingt machen, sondern sie macht das halt nur, weil sie die 100 Euro braucht, weil sie irgendwelche Schulden hat, weil sie ihre Lebenshaltungskosten decken muss. Aber eigentlich geht es ihr schlecht dabei. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, nein,
die weibliche Sexualität kann dadurch erst so richtig entfaltet werden und die Frau fühlt sich ja auch gut dabei und die wird ja auch angehimmelt und die kann Fotos von ihren Füßen verkaufen und die kann ihre Socken verkaufen oder kann Domina sein oder irgendwie sowas. Ne? Und dann hat dann haben Karl und Tama, glaube ich, gesagt, Alter, wer in Puff geht, übelst der Wichser, so eine Scheiße macht man nicht, was sind das für Arschlöcher? Ne? Freier sind einfach miese, ekelhafte Menschen. Und dann haben, soweit ich weiß, Kürcho, Pranky, Jill Please, Jasmin Lee, Mango Trap und Lilly Schote gesagt, nein, nein. Wenn Frauen sich für 100 Euro ficken lassen, ist es eigentlich voll geil und Feminismus und ist übelst cool. Und jetzt macht Kürcho macht hier jetzt halt irgendwie, ja, weiß nicht, ob man sich die Gesamtlänge auch irgendwo anzeigen lassen kann, aber jedenfalls hat er jetzt hier irgendwie, weiß nicht, 40 Stunden Content darüber, dass es geil ist, in Puff zu gehen oder irgendwie so. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es geht darum. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, was soll daran überhaupt antifeministisch sein? Ich meine, sag von mir aus, dass wir uns auf Shoyoka eingeschossen haben. Okay, damit kann ich leben. Aber wir sind antifeministisch, weil wir ein paar Videos über eine Frau machen? Also Shoyoka steht jetzt für uns einfach für Frauen oder für Feminismus oder wie soll ich das Ganze verstehen? Dann ist es trotzdem... Für mich steht Shoyoka für Lila von Futurama mit zwei Augen. Trotzdem noch ein Vorwurf, mit dem sie die Absicht hatte, Skurus komplett... tot zu machen, weil wenn so ein Vorwurf was gegen einen Mann im Raum steht, machen. Dann werden Luke- Alter, red ihm doch nicht dazwischen. Mockridge ist nicht komplett tot. Wer bist du denn tot. Ich? Skurrus hat eine Million. Junge, Luke Mockridge ist nicht komplett tot, der war in der Psychiatrie, weil der einen Suizidversuch hatte. Und jetzt sitzt Kürcho da und sagt, ja, aber er hat's ja nicht hinbekommen, naja, er ist ja nicht, also, was ist das denn für eine ekelhafte Art? Alter, da hat einer einen Suizidversuch und du sitzt da und sagst, ja, aber er ist ja noch nicht tot. Der hat's ja gerade so nochmal geschafft. Alter, wie ekelhaft will der denn sein? Das ist ja unglaublich. Deal beim Casino, nichts passiert in unserer Gesellschaft, wenn jemand sowas macht. Rammstein okay. Ist ja, aber wenn KuchenTV ein Video gegen dich macht, dann passiert was, ne? Wenn so eine mediale Hetzkampagne ist, wo Leute dann irgendwie in Behandlung gehen oder Suizidversuche haben, na, da ist ja gar nichts passiert. Aber wenn KuchenTV ein Video macht, wo der sagt, dass du ein Blödmann bist, ne? Shit just got real, das ist dann gefährlich, oder was? Gecancelt oder was? Die lachen sich doch alle kaputt. Ah, na klar. Also wenn Luke Mockridge natürlich glücklicherweise nicht gestorben ist, weil er vorher durch Kollegen noch zwangseingewiesen wurde, bevor er sich was angetan hat, wurde er plötzlich auch gar nicht mehr gecancelt. Ist ja eigentlich alles gut. Mein Gott, so ein paar Monate in der Geschlossenen sind ja auch wirklich nice. Und ja, Skurrus... Ich frag mich halt, was die geantwortet hätten, wenn der wirklich gestorben wäre. Ob dann so ein Kürcho da sitzen würde und sagen würde, na, jetzt ist er zwar tot, aber das ist ja... Der ist ja schon irgendwie selber schuld, ne? Und er hat das ja, also vielleicht war das ja auch aus anderen Gründen, wer weiß das schon? Alter, ist das ekelhaft. Ist das nicht vielleicht ein Moment, wo man einfach mal die Klappe hält und sagt, okay, wir mögen den nicht, aber Suizidversuch ist ein bisschen drüber, oder? Vielleicht hätte man da doch einen Gang runterfahren sollen, ne? Dass jemand nicht direkt stirbt. Wurde öffentlich nicht gecancelt, weil Shoyoka da schon in der Kritik stand und weil er zumindest einen kleinen Indiz dafür zeigen konnte, dass das nicht passiert ist, was sie ihm vorgeworfen hat. Aber solche Vorwürfe können doch trotzdem dafür sorgen, dass dein Ruf komplett zerstört ist und du als Influencer nicht mehr richtig arbeiten kannst. Ja, bei Skurrus ist es nicht passiert. Könnte und dann sein. Ist es in Ordnung, falsche Vorwürfe. Es ist halt so geil, oder? Ja, wir haben jetzt hier quasi so einen versuchten Mord, aber wir haben es ja nicht hingekriegt, Herr Richter, hä? Freispruch? Der lebt doch noch? Also der Versuch ist doch da. Der Versuch, dem zu schaden, ist doch eindeutig da. Und dann zu sagen, naja, wir haben es nicht geschafft, das ist eine beschissene Begründung, zu sagen, naja, dann sind wir ja unschuldig. Also, man weiß ja auch nicht, wie es ihm damit geht. Oh, der darf ja noch auftreten. Oh, der hat ja noch Deals. Ja, aber weißt du, wie es in seinem Kopf aussieht? Vielleicht geht es ihm schlecht? Weißt du doch nicht. Oder bei einem Gronkh. Haben wir ja auch gesagt, oh, der hatte danach aber mehr Zuschauer. Ja, aber vielleicht hat er schlecht geschlafen oder so. Ich habe ja einen Talk mit Sinan gehabt, da war Kürcho hier im Chat und hat dann gesagt, haha, will Sinan jetzt wieder sagen, dass er nicht richtig schlafen kann oder was? Da denkst du, ey, jemand erzählt dir davon, dass es ihm schlecht geht und du willst ihm das noch so reinreiben und sagen, haha, hast du wieder Schlafprobleme? Es ist echt einfach wie so ein Schulhofbulli, ne? Aber sich dann hinter so einem Comicfigürchen verstecken. Ich kann mir, glaube ich, denken, warum. Vorwürfe zu droppen oder was? Wenn es so wäre, dass Shoyoka ihn zu Unrecht beschuldigt hätte. Dann wären ja die ganzen... Also wenn es so wäre, dass jemand einen Suizidversuch macht
und man zu dem dann sagt, naja, der ist ja nicht tot, also da kann man eigentlich nur antworten. Was bist du für ein Arschloch? Oder? Videos und alles absolut gerechtfertigt gegen Shuyoka, weil damit würde es ja Frauen, denen sowas wirklich passiert. Nee, wäre nicht gerechtfertigt, weil du immer noch das... absolut schädigt. Nee, es wäre nicht gerechtfertigt, weil du dann immer noch die Meinung in der Öffentlichkeit vertrittst. Ah. Darum sollte man nicht glauben. Hä? Es ist ja völlig dumm, was redet der denn da? Was? Wenn man Shuyoka kritisiert, dann hat man was gegen alle Frauen oder was? Ist die jetzt die Repräsentantin für 4 Milliarden Frauen? Diese eine Gamerin des Jahres? Das ist die... Was? Es ist völlig dumm. Okay, Shuyoka droppt falsche Vorwürfe, aber Skouros darf dazu kein Video machen, weil ansonsten könnte man ja denken, dass Frauen lügen bei solchen Sachen. Ja. Ja, tut mir leid, Skouros. Also ab sofort, wenn irgendeine Frau dir irgendwas vorwirft, auch wenn es eine Influencerin ist, du darfst leider nie wieder irgendwas dazu sagen, weil man soll ja nicht den Eindruck erwecken, Frauen würden lügen. Das geht ja gar nicht. Wie eindimensional muss denn das Charakterverständnis dieser Leute sein? Die haben da so einen Menschen und sagen, ja, und was zeichnet den aus? Ja, weiblich, 25, bisexuell oder sowas. Ja, das ist jetzt eigentlich der fertige Charakter. Und wenn du was dagegen hast, hast du was gegen diese Eigenschaften. Oder wie? Also, Menschen sind doch vielschichtiger als das. Du kannst doch nicht sagen, so, das ist jetzt ein Mensch und der hat drei Eigenschaften und das war's dann. Und jetzt kann ich noch raten, gegen welche Eigenschaft du gewesen bist. Es ist ja, Tinder-Profile lesen sich deeper. Ist wirklich so. Die swipen ja echt auch einfach ihre Freunde und ihre Feinde hin und her. Die kriegen so Gesichter gezeigt und sagen, Shuyoka-Freund, oh, Kuchenfeind. Es ist echt Verständnis wie Karl Schmidt, oder? Wer nicht für mich ist, gegen mich. Der muss dann vernichtet werden. Er hat zumindest eine Gegendarstellung gebracht. Ja. Kein zu 100%igen Beweis, aber er hat schon deutlich mehr gemacht, als er machen müsste. Ja, warum hat er das dann gemacht? Frag dich das mal. Es ist echt... Weil man Frauen in der Öffentlichkeit diskreditieren möchte. Ja, genau. Man möchte Feminismus in der Öffentlichkeit diskreditieren. Progressivität diskreditieren. Ja. Genau, Skouros möchte nämlich nicht damit erreichen, dass er in der Öffentlichkeit nicht als Belästiger steht, sondern das Einzige... Also wenn jemand sagt, Skouros, du hast mich vergewaltigt und er sagt, nee, habe ich nicht, diese Frau lügt, hat er etwa gesagt, alle Frauen lügen? Kann er nicht einfach gestehen, dass er das gemacht hat, auch wenn er es selber nicht glaubt? Es ist echt so richtige Scheiterhaufen-Mentalität, oder? Wir haben den Skouros jetzt hier in diese Ketten gewickelt und schmeißen den in den Fluss. Wenn er eine Hexe ist, kann er oben schwimmen, dann wird er angezündet. Das ist völlig dumm. Gestehst du jetzt? Los! Was wollt ihr machen? Also wie so ein Guantanamo-Henker oder wie man die nennt, die dann so waterboarden und sagen, du musst jetzt gestehen, was du gemacht hast. Und ich habe es wirklich nicht gemacht. Ah, du musst es gestehen. Das einzige Ziel war es einfach, Feminismus kaputt zu machen und die Progressivität der... Guten Abend, der Herr. Die Welt ist böse. Danke sehr, Black Omega Virus, für 101 Bits. Gesellschaft. Das ist nicht die ganze Welt böse, aber du hast Welt in Caps Lock geschrieben. Du meinst vielleicht die Zeitung, ne? Auch dann könnte das schon sein. ...anzugreifen. Digga, aber wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kann man sich selber so einen Schrott einreden? Wirklich, ich blick's einfach nicht. Genauso das hier. Gewalt gegen Transmenschen ist ja auch Gewalt gegen Menschen, oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Weil er nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen... Kürtschu, Transmenschen sind Menschen. Hallo? ...Menschen ist, weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Woke-Bubble gehört. Deswegen will er das nicht aussprechen. Oh, Alter, richtige Psychoanalyse. Was ist das, Alter? Sigmund Kürtschu oder was? So, KuchenTV, leg dich auf die Liege. Also... Was hältst du denn von Schwänzen? Das war jetzt nicht wegen Trans, das war wegen Sigmund Freud. Ist ja egal, kennt den wahrscheinlich nicht. Nee, richtig, er gehört da nicht zu, deswegen... Er schreit schon wieder. Muss er um jeden Preis dafür kämpfen, dass es zu missrepräsentieren, korrekt? Fun Fact, also das habe ich leider nicht selber gesehen. Das wurde mir zusammengefasst, dass in irgendeinem von diesen mehrstündigen Grabenkampf-Videos... Kürtschu sich aufgeregt hat, dass Tama ihn angeschrien hat, weil das würde ihm irgendwie negative Erinnerungen in ihm wachrufen, weil er irgendwie von seinem Vater angeschrien wurde oder sowas. Ey, aber Kürtschu schreit andauernd. Kann es nicht sein, dass dein Gegenüber selber auch schlechte Erfahrungen hat oder so? Also,
Ich habe keine Ahnung, worauf er sich bezieht. Ich habe bei Twitter einfach mal nachgefragt, aber Data... Guck, da ist Kürtschus, Kürtschus Identitätsverständnis. So, Kürtschus, erzähl mal was von dir. Kürtschus, was hast du denn für Hobbys und Interessen? Naja, Zissi, Himpern, Flaggen. So, das ist... Wie so ein Videospielcharakter. Alter, wie eindimensional kannst du sein? Ich finde auch, ey, sobald ich bei jemandem im Profil eine Flagge sehe, denke ich, das ist ein langweiliger Mensch. Das ist mir auch egal, ob das eine Pride-Flagge oder eine Ukraine-Flagge oder eine so eine Stolzmonat-Flagge ist. Wenn das irgendwie, wenn erstmal so das Wichtigste, was du über dich selber mitteilen musst, erstmal ist, ich habe hier diese Flaggen und diese Sexualität, dann denke ich erstmal, okay, du hast wahrscheinlich nicht so viele interessante Dinge zu erzählen. Wahrscheinlich bist du relativ uninteressant für mich. Für andere kann das wahnsinnig spannend sein, kann sein, aber ich denke mal so, weiß ich nicht. Für mich sind alle Flaggen Red Flags. Na, Hammer und Sichel ist cool, das ist wiederum was anderes. Aber es hilft natürlich schon ein bisschen bei der Einordnung, ne? Aber ist doch... Ach, guck mal, sogar eine Deutschlandflagge. Na gut. Twitch-Partner. Ich habe, glaube ich, noch nie in irgendein Profil geschrieben, dass ich hier Partner bin. Aber manchen Leuten ist das ja besonders wichtig, ne? Nicht geantwortet, da sage ich auch später noch was zu. Aber ja, wahrscheinlich habe ich das falsch gesagt, damit die Leute nicht denken, dass ich zur Woke-Bubble gehöre, wenn ich die Meinung habe, dass man keine Gewalt gegen LGBTQ-Leute einsetzen soll. Eine Sache, die ich übrigens schon in 10 anderen Videos und 50 Livestreams gesagt habe, weil... Vielleicht hat Kuchen auch einfach diesen Menschen als Menschen wahrgenommen. Vielleicht guckt Kuchen einen Menschen an, der dem es schlecht geht und sagt, oh, dem Menschen geht es schlecht. Und dann kommt Kürtschus und sagt, hast du nicht gesehen, dieser Mensch, dem es schlecht geht, der ist auch trans. Du sagst das jetzt bitte nochmal, zurück ans Mikrofon. Geh mal hin und sag, dem Transmenschen geht's schlecht. Nochmal aufnehmen jetzt. Also, ja gut. Vielleicht ist das auch einfach, ja, wenn es alle so sehen würden, wäre es eine schöne Zukunft. Solange es nicht alle so sehen, verstehe ich schon, dass man irgendwie, ne, dass man irgendwie nochmal drauf hinweist oder drauf achtet. Ey, aber wenn jemand schon so weit ist, dass der einfach sagt, ey, Mensch ist Mensch, ob es jetzt irgendwie trans oder schwarz oder irgendwas ist, ist erstmal zweitrangig. Erstmal geht es darum, dass es ein Mensch ist. Ne? Erstmal ist es so, ey, es geht einem Menschen schlecht. So. Und vielleicht im Einzelfall kann man untersuchen, was die Begründungen sind, warum es dem schlecht geht. Ne? Was die Intention des Täters sein könnte. Da kann das natürlich sein, dass das eine Rolle spielt. Aber wenn man erstmal nur drauf guckt und sagt, ey, Gewalt gegen Menschen ist daneben, ist doch eigentlich eine gute Sache. Hat schon Michael Jackson gesagt. Doesn't matter if you're trans or cis. Weil Gewalt generell Kacke ist. Vor allem, ich mache 20 Videos gegen diese Woke-Bubble. Aber wenn ich dann einmal sowas erwähne, denken meine Zuschauer, dass ich zu dieser Woke-Bubble gehöre. Das ist so absurd, ich kann das gar nicht gegenargumentieren. Ich weiß geglaubt. Gar nicht, wie man das entkräften soll, das ist so dumm. Lustigerweise gibt es trotzdem... hättet ihr das nicht gedacht? Ich dachte, Kuchen ist woke. Ist er nicht? Hä? Aber der hat doch einmal gesagt, hä? Nee. Trotzdem Videos, wo ich mich für LGBTQ ausgesprochen habe. Sowohl auf KuchenTV als auch auf KuchenTV Uncut, als auch in Streams. Deswegen macht die Aussage noch weniger Sinn. Aber das ist halt wieder dieses Argument von wegen, ey, ich habe hier von meinen 1500 Videos, habe ich auch welche, die was anderes sagen. Ja, du hast halt echt einfach eine riesen Videothek an Inhalten. Ne? Natürlich wirst du da verschiedene Sachen gesagt haben. Weil ich das ja sogar mache, was er mir vorwirft. Ich bin übrigens allerdings auch hierarchisch und rechts unterwegs wegen diesem Punkt. Was bist du, hierarchisch? Mache, was er mir vorwirft. Ich bin übrigens allerdings auch hierarchisch und rechts... Ach, hierarchisch! Dass er Hierarchien gut findet, okay. Unterwegs wegen diesem Punkt hier. Der ist sehr hierarchisch unterwegs, ne? Okay, er hat's... Kürtschus hat das so komisch ausgesprochen und dann wusste man nicht genau, ist das jetzt ein R oder nicht? Und dann hat er... Okay. Freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Der macht das ja alles als... Das ist ja sein Job. Warte, was? Sehr hierarchisch unterwegs, ne? Freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Der freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Jeder Mensch... der in einem System leben muss, wo er auf Geld angewiesen ist, freut sich, wenn das Geld reinkommt. Das ist so völlig dumm. Wenn du vielleicht ein Milliardär bist, dann ist es irgendwann egal. Dann kannst du sagen, na, ob das Geld jetzt reinkommt oder nicht. Also leer wird es ja eh nicht mehr. Aber solange du noch auf so einem Punkt bist, dass Geld irgendwas in deinem Leben bedeutet, dann freust du dich doch, wenn du welches bekommst.
Also, weiß ich nicht. Ist eine Katze hierarchisch, weil sie sich freut, wenn Futter kommt oder was? Mit Geld kannst du Sachen machen. Du kannst in Urlaub fahren, du kannst dir ein Haus, ein Auto, was zu essen, eine Uhr. Kannst du ganz viele Sachen kaufen, ne? Du musst nicht hierarchisch sein, um dich zu freuen, dass du Geld bekommen hast. Also. Das Geld, ist doch. Geld, oh, ich freue mich hierüber Geld, nicht. Geld. Meinung zu Hasanabi und Destiny? Hm. Hasan sagt in letzter Zeit lustige Sachen über das Israel-Ding. Destiny Lil Dude 4 Foot ist schon und was sagst du zu Siako? Auch sehr lustiger Typ. Also, ich freue mich natürlich nicht, dass dieses Geld reingekommen ist, weil ich gegen Hierarchien bin. Ich bedanke mich trotzdem bei Ich stehe für Gewalt. Cooler Username. Ich habe mir von Destiny, Hasan Abi und Sneeko kaum was angeguckt. Sneeko kenne ich gar nicht. Destiny habe ich ein Video gesehen, wo er mit Sam Hyde geredet hat und ein Video, wo er mit Slavoj Žižek geredet hat. Mehr kenne ich von dem nicht. Und ich habe noch irgendwas gesehen, wo er, glaube ich, meinte, diese ganzen Politikstreamer sind alles egozentrische, blöde Wichser und man soll denen keinen Schritt über den Weg trauen. So, das war, was ich von Destiny kannte. Von Hasan kenne ich ein bisschen mehr, weil Erwin den empfohlen hat. Aber ich gucke mir auch nicht viel von dem an. Ich habe mir manchmal diesen Leftovers-Podcast angeguckt und ja, er sagt manchmal kluge Dinge, aber es wirkt Geld, sehr einstudiert. Freu dich mal, hierarchische Katze. danke sehr an mein Herrchen. Also ich finde, Hasan Abi ist mir, je mehr ich von dem angeguckt habe, immer ein bisschen suspekter geworden. Was er jetzt aktuell macht, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so alte Videos von dem gesehen, wo er den irgendwie so Bro-Tipps gegeben hat. Da hat er da mit so einem Schnaps gesessen und hat irgendwie Tipps gegeben, wie man Frauen rumkriegt. Das war total weird. Ja, und jetzt so, ich weiß bei Hasan Abi nicht genau, was er ernst meint und was Fassade ist. Weil ich habe das Gefühl, an vielen Stellen spielt er einen Linken. Ich habe das Gefühl, der hat da eine Marktlücke gesehen und es ist so ein bisschen so ein Con-Artist. Aber ich weiß es nicht ganz. Also vielleicht glaubt ein Teil in ihm die Dinge, die er da sagt, wirklich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau, ich stehe Hasan Abi so ein bisschen zwiegespalten gegenüber und Destiny wirkte eigentlich ganz in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe mir kaum von ihm was angeguckt, ich kenne relativ wenig, es kann sein, dass der cool ist, dafür kenne ich ihn zu wenig. Also von Destiny habe ich jetzt auch nichts gesehen, was mich irgendwie stark abgestoßen hat. Es war so, der wirkte okay, aber auch irgendwie hat es mich dann nicht so interessiert, mir noch mehr von ihm anzugucken. Danke sehr, Simon. Der macht das ja alles als, das ist ja sein Job. Ach so, ja klar. Wer Geld bekommt, der ist natürlich hierarchisch unterwegs und ist einfach rechts. Muss man wissen. Kürtschow, vielen lieben Dank für diese tolle Meinung. Ich meine, klar, bei euch wird es auch allen so sein, ne? Der Chef will euer Gehalt überweisen und ihr sagt dann so, Chef, ganz ehrlich, ich bin nicht rechts, behalten Sie bitte Ihr Geld. Ich arbeite hier kostenlos, weil es mir Spaß macht. Aber auch Monte ist unfassbar schön. Das ist ja eigentlich, das ist ja noch mehr Kapitalismus-Support eigentlich auch, ne? Dass du den Chef einfach dich ausbeuten lässt für umsonst und zu sagen, ich freue mich nicht, wenn Geld kommt, ich möchte das eigentlich gar nicht, behalte das mal. Ja, dann guck, wer kriegt das denn dann? Kannst dich ja auch freuen, dass Geld kommt, das du dann weitergeben kannst. Also wenn du sehr reich bist, kannst du ja auch für einen guten Zweck spenden oder sowas. Ich denke, bei Kuchen weiß ich gar nicht. Ich denke mal, der wird kauft sich, glaube ich, gerne teure Klamotten und Uhren und so Autos und so, ne? Fährt in Urlaub und ich glaube, der gibt seinem Sohn relativ viel ab wahrscheinlich, ne? Oder spart für den oder sowas. Also ich denke mal, guter Vater ist er, glaube ich, schon, oder? Weiß ich nicht genau. Also von dem, was ich so sehe in Social Media, also der scheint schon echt ein stolzer Papa zu sein, ne? Wie oft er irgendwie mit seinem Sohn was unternimmt und stolz von ihm erzählt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der für den auch irgendwie ein dickes Sparbuch anlegt oder so und so denkt, ne, zieh das jetzt hier noch eine Weile durch und dann gebe ich das meinem Sohn. Alter, jetzt. Imp ist der Beste. Danke für deine Unterhaltung. Danke sehr an den Muskeldonner. Das hat sich ja richtig gelohnt, jetzt hier so ein bisschen hierarchisch zu sein. Dann, ich freue mich gemäßigt. Ich bin ambivalent der Hierarchie gegenüber. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich jetzt freuen soll. Aber ich bedanke mich natürlich. Schlimm. Er hat nämlich Shoyoka objektifiziert. Und zwar hier. Mhm. Wo wurde denn Shoyoka
objektifiziert. Naja, von Kuchen und Monte zum Beispiel, weil Leute im Chat geschrieben haben, hey, wie findest du Shoyoka attraktiv? Das ist eine Frage, die brauchst du gar nicht beantworten. Kannst du direkt löschen. Warte. Also Kuchen hat Shoyoka objektifiziert, weil jemand in KuchenTVs Chat etwas gesagt hat und das hat Kuchen nicht gelöscht. Habe ich das richtig verstanden? Was? Warum ist das überhaupt Thema? Warum beantwortet man so eine Frage überhaupt? Würdest du es lustig finden, wenn Leute jetzt hier bei mir im Chat sagen würden, hey, findet ihr Hugo attraktiv? Also erstmal... Was? Ich verstehe das eh nicht so ganz mit dem Objektifizieren, wenn man jemanden attraktiv findet. Also ich bin doch nicht objektophil. Ich subjektifiziere doch eigentlich. Also ich finde eigentlich, also so sexuell finde ich nur Menschen attraktiv. Und Menschen sind, soweit ich weiß, immer Subjekte. Also für mich gut in der sprachlichen Welt Subjekt, Prädikat, Objekt, aber dann ist sowas wie Kürtschow zerlegt Kuchen, da ist dann der Kuchen das Objekt. Da wird auch objektifiziert. Aber stimmt ja auch nicht. Also Monte wurde das im Chat gefragt. Ey, aber Monte hat 30.000 Zuschauer oder sowas. Und ey, bei Monte, Montes Frauenbild ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ne? Das weiß man ja, man kennt ja diese Clips, wie er da rumgeht und sagt, oh Memo, guck mal die und guck mal die. Also bei dem wundert mich das jetzt nicht besonders. Ich, gut, vielleicht hat er dazugelernt seitdem, vielleicht denkt er jetzt nicht mehr so, aber ach, weiß ich nicht. Was habt ihr denn erwartet? Habt ihr von Montana Black irgendwie erwartet, Feminist zu sein? Also das ist ja... finde, Monte hat gut drauf geantwortet. Okay, Montes Antwort kenne ich jetzt nicht. Aber ey, dass man von sowas jetzt schon so getriggert ist. Von der Frage, findest du die attraktiv? Und dann sagt er halt ja oder nein oder denkt sich einen Witz aus oder was weiß ich was. Aber ey, wenn man so zart beseitet ist, dann ist vielleicht die Öffentlichkeit nicht so der richtige Platz für einen. Auch wenn das hart klingt, ne? Aber also wenn man das schon nicht ab kann, dann vielleicht... vielleicht den Bildschirm ausmachen, oder? Weiß ich nicht. Warte, Montes, ja, Montes Antwort kommt noch, okay. Sich ist es natürlich unnötig, das Aussehen von einer Person zu bewerten. Aber ganz ehrlich, es ist komplett menschlich. Wenn du eine Person siehst, im ersten Moment ordnest du sie ganz automatisch in irgendwelche Schubladen ein oder denkst dir so, ja, die Person finde ich attraktiv oder halt nicht. Na, aber du musst diese Triebe alle unterdrücken. Vielleicht kannst du ja irgendwelche Hormone nehmen, dass diese Triebe kaputt gehen. Das wäre geil. Wenn Monte einfach so Testoblocker nimmt und dann fragt man den, findest du irgendwas noch attraktiv? Und dann, nee, gar nichts mehr, geht nicht mehr, naja. Ich weiß nicht, warum das so schlimm sein muss, wenn man einmal in 20 Videos diese Frage gestellt bekommt und darauf antwortet. Lustigerweise kann es aber auch gar kein Objektifizieren sein, weil Monte hat das hier geantwortet. Finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau. Was? Pff, das ist ja unglaublich. Aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch, attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr, also, da knallt charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Und ich meine, ich will dir jetzt nicht... Ja, also ich bewerte Shoyoka jetzt nicht nach ihrem Äußeren, aber also ich fänd sie charakterlich auch unattraktiv. Also egal in welcher Beziehung, ich will auch nicht mit der befreundet sein. Es ist so, also außer sie ist jetzt offstream ein komplett anderer Mensch, kann ja sein. Aber immer wenn ich die im Stream gesehen habe, dann dachte ich so, ey, das ist ein Mensch, mit dem könnte ich vermutlich keine drei Sätze wechseln, ohne mich zu langweilen. Sorry, aber weiß ich nicht. Shoyoka hat diese Art immer so, sieht aus, als hätte ich 2 Stunden geschlafen und als hätte ich meine Bildung von Twitter, aber ich belehre jetzt die Welt. Sorry, ich gucke mir lieber andere Inhalte an, aber außer mal zur Unterhaltung in einem Stream oder so, aber es ist so, weiß ich nicht, sie ist permanent getriggert. Also ich traue ihr nicht aufgrund ihres Geschlechts, sondern aufgrund ihrer Aussagen nicht besonders viel Intelligenz oder so. Das klingt zu wertend, ne? Weiß ich nicht, was traue ich ihr nicht zu? Ich finde, vielleicht, weiß nicht, wenn sie 5 Jahre irgendwie noch älter wird und vielleicht sich mal irgendwie eine kluge Rede anhört oder ein Buch liest oder so, vielleicht kommt dann was, aber so jetzt wirkt das immer so. Es wirkt so, als ob sie halt irgendwie Tweets nachplappert und dann ist es so, ja, brauche ich nicht.
Aber vielleicht bin ich einfach zu alt dafür oder so, für Shoyoka-Content. Keine Ahnung, ich glaube der größte Teil der Zielgruppe sind entweder so 14-jährige Mädchen, die sie als so eine große Schwester oder Vorbild sehen und sagen, ich wäre auch gern so. Ja, oder halt irgendwelche dicken Männer, die dann die Streams gucken und ihr dann hinterher bei Instagram schreiben, wie gerne sie... danke sehr, Silent Player, für deinen Prime. Komplett die Ehre nehmen. Aber ein Objekt kann per Definition keinen Charakter haben. Also er kann sie gar nicht objektifizieren, wenn er den Charakter mit einbezieht. Nur mal so nebenbei. Okay. Und by the way, weil ich cool bin, dürft ist ihr gerne Punkt, mein ne? Aussehen bewerten. Aber heute nicht meine Haare, ich komme vom Fußball und ich habe noch nicht geduscht. Aber wir haben... Ja, also ich finde, du brauchst einen Bart. Und die Frisur gefällt mir nicht so, aber kannst dir wahrscheinlich denken. 6-0 verloren, also like das Video. Dafür ist Kircho übrigens auch sehr gut weiter am Lügen. Er ist nicht verurteilt, er ist unschuldig. Doch, er ist verurteilt. 2016 wurde er verurteilt. Für 2 Witze über den Holocaust. Ja. Ja, 2 Witze auf Twitter. Revision. Nein, das ist ein anderes Verfahren. Ach so, ja. Ja, Bro, es waren nicht 2 Witze, es war nur einer. Okay, gut. War es aber, es war doch auch nur, der war gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, das war nicht mal ein Witz, den er selber gemacht hat. Jetzt aber mal wieder ernsthaft. Ich angebieten, oder? Nein. Warum sollte der mir ein Gespräch anbieten? Ich kann dir ein Gespräch anbieten. Hast du Bock? Der wollte hat eigentlich auch... Aber ich, also, wenn wir ein Gespräch führen, dann, also das Bild... Nee, warte, das ist das Falsche hier. Das Bild, das wird dann so aussehen. Also ich mache das hier und dann mache ich die hier so hin. Ja, ich mache ein bisschen kleiner, so. Ungefähr so würde das dann aussehen, wenn wir ein Gespräch führen, aber wenn du damit einverstanden bist, unter den Bedingungen gerne, dann machen wir das. Nochmal in irgendeinem Video hat er auch gesagt, dass er vielleicht mit Dara redet und das ist auch bisher nicht passiert, also er ist nicht wirklich diskursoffen, stattdessen hat er dann ein Video über Dara und Imp gemacht, also ich weiß ja nicht. Ich bin also nicht diskussionsoffen, na dann gucken wir mal, mit wem ich all das schon Gespräche geführt habe. ApoRed, Hisham, Roos, Tim Jacken, Politopia, Destroys mit einem Drachenhater und Ahmad. Das ist mit Sven, oder? Das glaube ich, war das Ding hier, war mit Zentralrat der QV, oder? Ja, aber der redet halt hauptsächlich mit Leuten, die ihm Klicks bringen. Gut, ich würde das gucken. Ein Talk mit Kircho und Kuchen oder mit Dara und Kuchen würde ich gerne angucken. Es gibt auch noch mehr, aber das ist das, was ich oft... Mit mir auch übrigens, ne? Ist ein bisschen her schon, aber wir haben mal in einem Parkhaus gesessen. ...die Schnelle gefunden habe. Stimmt, ich bin überhaupt nicht offen für Gespräche. Plus, ich hab's ja Freiraumreh und Shoyoka auch noch zusätzlich angeboten, die wollten aber aus irgendeinem Grund nicht. Dass das mit Dara bisher noch nicht passiert ist, das stimmt, das will ich auch immer noch machen. Das Ding ist aber, dass er momentan ein paar Probleme hat. Deswegen war er auch schon seit über einem Monat nicht mehr live auf Twitch. Also, das ist gerade wirklich nicht meine Schuld. Dann auch... Ja, und ey, bei Dara... Also, ich habe, also als er diese Pause gemacht hat, ne, dachte ich schon, okay, das ist eine gute Idee. Ne, der braucht das, glaube ich, gerade mal. Ne, der braucht diese Pause. Und dachte ich so, okay, wenn der wieder streamt auf Twitch, könnte er machen. Aber der hat einfach die verkehrteste Entscheidung getroffen, die du machen kannst, wenn du in seinem Mindset bist. Der ist halt auf Twitter gegangen und hat sich mit Ali Utlu angelegt. Und das war, oh Junge, das war echt einfach. Ich habe ja wirklich kein böses Blut mit ihm, ne? In unserem Talk waren natürlich so ein paar Dinge, die ich anders gesehen habe als er. Aber also ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes oder so. Und hey, als ich dann gesehen habe, so, dass er da wieder auf Twitter irgendwas gemacht hat, und ich dachte so, ach. Leg doch das Handy weg, was sollte das? Ich weiß gar nicht, ob man das hier findet. Der Dara, Twitter. Kann ich da drauf gehen, wenn ich das... ich weiß nicht, ob das noch online ist, aber... Ah ja, gut, ich habe hier ja sogar noch einen Account, okay. Ich weiß halt nicht, ob dieser Ali-Tweet noch da ist, aber ey... Das war so ein Moment, ne? Wo ich dachte, boah, Alter, das... Okay, ist nicht? Nee, Er hat den, glaube ich, gelöscht. Okay, es ist besser so. Dann ist der Tweet gelöscht. Es ist okay. Oder ist das hier nicht alphabetisch? Das ist hier nicht chronologisch. Ach doch, doch ist, oder? Nee, er streitet sich hier auch die ganze Zeit mit oh ja, hier den Tweet meine ich. Also es geht noch die ganze Zeit hin und her. Junge, weiß ich nicht. Wenn du das nicht abkannst, dann weiß ich nicht, block den oder mute den oder irgendwas. Ne? Aber ey, hier dieser Tweet, ne, als ich das gesehen habe, ich dachte so, ey, der Typ nimmt sich irgendwie 2 Wochen Auszeit, kommt wieder und tweetet
Und irgendwann sitzen Ali und ich im Zug, weil wir gerade beide ins nächste Vernichtungslager deportiert werden, obwohl er ja dachte, dass sie ihn verschonen würden. Und während mir nichts anderes bleibt, als zu grinsen, sagt er nur, halt die Klappe. Warum? Dara, warum? Hast du das nicht getippt und dann mittendrin gedacht, irgendwie, vielleicht lösche ich das wieder. Was ist das? Was? Also ich verstehe es wirklich nicht. Warum macht man das? Und ich glaube auch nicht, dass du, wenn du in einem Zug in so ein Lager sitzt, dass du dann grinsen wirst und sagst, ja, habe ich dir doch gesagt. Also, boah, Alter, was? Warum? Und jetzt macht er noch weiter. Also, block den doch einfach. Was ist? Es wird nicht besser. Man kann auf Twitter mit anderen streiten, aber wenn man gerade schon irgendwie 2-3 Wochen Auszeit genommen hat wegen sowas, ändert nichts daran, dass die dich genauso an die Wand stellen wie mich. Wenn die Macht haben, Ali, du bist buchstäblich das dumme Huhn, das regelmäßig die Fuchspartei bewirbt. Welche Partei bewirbt Ali Utlu denn inzwischen? Ist der nicht schon irgendwie in 20 Parteien rausgeflogen oder so? War Ali Utlu nicht irgendwie in jeder Partei schon mal Mitglied? Ja, gut. Also soweit ich das mitbekommen habe, war der, glaube ich, FDP, Piratenpartei, Humanisten, SPD auch, weiß ich nicht, aber zuletzt FDP. Ist er jetzt in der AfD auch drin oder ist er, oder bewirbt die, oder die wird wahrscheinlich mit Fuchspartei gemeint werden. Der ist eh in einem halben Jahr wieder in einer anderen Partei, also. Ach Junge, ja gut, es geht um die AfD. Junge, jetzt retweeten die sich hier die ganze Zeit gegenseitig und ach, es ist echt einfach. Solltest den vielleicht einfach blocken oder ignorieren oder sowas. Es tut dir wirklich nicht gut, Dara, lass bitte, stopp einfach. Auch wenn Ali jetzt nochmal einen Tweet macht, nicht antworten, einfach Handy auf den Bildschirm legen und sagen, gut, ich gucke jetzt nicht mehr, was bei Twitter passiert. So was hier. Also wie gesagt, mich hat er nie gefragt. Dich hat er nie gefragt, nee. Okay. Ich bin ja auch ein bisschen besser vorbereitet, ne? Mit einem 80-Seiten-Dokument, was du dann komplett vorlesen willst, oder was? Naja, du bist... Ich glaube, der würde ungern mit jemandem darüber reden, dass er ein Volksverhetzer ist, der ganz genau weiß, dass er ein Volksverhetzer ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass er mit so jemandem reden würde. Also mein größtes Problem an einem Talk mit Kürtschow wäre ja, ich wüsste einfach nicht so genau, worüber ich mit dem reden soll, weil ich kenne ihn ja zu schlecht dafür. Aber ich würde es gerne sehen, wie er mit Sinan oder Erwin redet. Das würde ich mir gerne angucken. Vielleicht. AfD-Fuchs ist auch Quatsch. Die bezeichnen sich regelmäßig eher als Wölfe. Also so Björn Höcke und so. Der hat doch irgendwie so eine Rede gehalten, wo der meinte, man muss sich entscheiden, ob man ein Schaf oder ein Wolf sein will. Und Leute, wir sind die Wölfe. Wölfe, nicht Füchse. Ist was anderes, ne? Ja, Mann, ich habe schon 100 Gespräche geführt mit allen möglichen Leuten. Aber gegen den großen Gott Kürtschow traue ich mich natürlich nicht in eine Diskussion, weil er ist einfach super vorbereitet und auch argumentativ der Beste, wie man ja auch in diesem Video mal wieder sieht. Aber ist das ja, es ist jetzt schon eine Herausforderung, ne? Macht mal. Ich habe hier wirklich einfach Angst. Und ich bin nicht diskussionsoffen, weil man ist nur diskussionsoffen, wenn man auch mit Kürtschow redet. By the way, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, dass ich ihn bei Twitter ja wegen einer Sache sogar geschrieben habe. Und bisher hat er mir noch... Yo, amigo. Kürtschow wahrscheinlich direkt einen Anfall wegen kultureller Aneignung bekommen. Und gesagt, das heißt Kamerad. Warte, heißt der nicht mehr. Ich bin ja jetzt Genosse heißt es jetzt. Was meinst du in deinem Interview mit meinem Zuschauer damit, dass ich irgendwas falsch vorgelesen habe? Ging es um Gewalt gegen LGBTQ? Da fehlt IA+, also. Noch nicht geantwortet. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Wäre sehr komisch, wenn er sagt, dass ich nicht diskussionsoffen bin, mir aber nicht mal eine Frage privat beantworten möchte. Auch die Aussage, ja, weil ich weiß, dass er ein Volksverhetzer ist, verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich wurde 2016 wegen einem Witz verurteilt und jetzt gibt es gerade ein zweites. Vor allem auch, ey, was ist das denn für eine Weltsicht, zu sagen, wenn du 2016 verurteilt wurdest, dann müssen wir dir das dein ganzes Leben reinreiben. So Kuchen, wie alt war der da? 2016, da muss der so 23 gewesen sein.
Den Witz wird er wahrscheinlich ein bisschen vorher gemacht haben. Ne? Sagen wir einfach Anfang 20. Also du hast mit Anfang 20 einen dummen Witz gemacht, hast dafür eine Strafe bekommen und 7 Jahre später sagt man dann, ah, du hast da ist so ein Urteil. Vor 7 Jahren hast du, das werde ich dir jetzt dein Leben lang reinreiben. Gibt es da irgendeine Frist, wo man dann sagen kann, okay, der hat draus gelernt, der hat mal früher Fehler begangen, aber heute halt macht er das anders oder so, aber was ist das? Zweites Verfahren, was ich wahrscheinlich gewinnen werde. Ich verstehe jetzt aber nicht, was das jetzt für ein Gegenargument ist, weil Bro, das habe ich selber öffentlich gesagt. Das ist jetzt. Was meint ihr, wenn KuchenTVs Sohn irgendwann mal streamt, dann wird dem das auch vorgeworfen, wenn man sagen, ja, dein Vater ist ein Volksverhetzer. Bestimmt hast du das von dem gelernt oder sowas. Ich trau dir nicht, dein Vater wurde mal verurteilt. Keine Insider-Information oder so. Ich habe selber Videos dazu gemacht. Also jeder, der sich damit beschäftigt, weiß das auch. Also was soll das für ein Grund sein, nicht mit dir zu reden? Warum sollte man ihn anschreiben nach einem Gespräch, wenn er sagt, er möchte gerne ein Gespräch haben? Sollte er dann nicht die Leute anschreiben nach einem... Ich weiß noch, dass KuchenTV selber in so einem VBT-Battle, in einer Qualifikation, glaube ich, irgendwie sowas gesagt hat wie, was wollt ihr gegen mich machen? Ich bin anerkannter Volksverhetzer oder ich bin so ein Gangster, er hat auf jeden Fall über sich selber gesagt, ich bin anerkannter Volksverhetzer. Also das ist wirklich kein Geheimnis. Das war auch von Chuyoka irgendwie, war doch so, dass sie gesagt hat, sie will nicht mit dem reden, deswegen, aber dann gibt es so Clips, wo sie schon irgendwie nicht mit dem reden wollte, wo sie es noch gar nicht wusste, ne? Wo sie dann, deswegen hat sie ein Video, glaube ich, geguckt. Sie gesagt, sie hat das Video geguckt, deswegen, und dann hat sie in dem Video aber gesagt, das wusste ich gar nicht. Ein Gespräch? Naja, wenn du jetzt sagst, er sucht kein Gespräch. Tut er ja nicht, wenn er einfach nur sagt, ja, ich bin für ein Gespräch offen. Ja, dann will er ja nicht aktiv auf die Leute. Es wird gerade aus dem Chat gefragt, ob man dann den Woke-Neuveganern auch vorwerfen kann, dass sie vor 2 Jahren noch Fleisch gegessen haben. Nach deren Logik. Ne? Also ich, ne? Ich habe in den 90ern schon aufgehört. Und ihr? Also, ihr habt ja, ne? Ihr habt 2000 noch Fleisch gegessen. Pff, ist ja peinlich. Ich habe hier ein Foto von dir, da hast du hier 2010 hast du ein Würstchen gebissen, rechtfertige dich. Er würde zugehen, sondern er erwartet, dass die anderen Leute auf ihn aktiv zugehen. Ja, aber wenn er sagt, bist du 12, Alter? Nö, wenn KuchenTV mit mir reden will, dann hat er mich gefälligst anzuschreiben. Also erstmal, warum muss ich überhaupt mit jedem reden oder jedem ein Gespräch anbieten? Ist man nur diskussionsoffen, wenn man wirklich mit jedem redet? Ja. Also das macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Lustigerweise... Ja, du musst ja auch bedenken... Mit jedem reden heißt ja auch, das geht ja von deiner Zeit ab. Ne? Also gut, Kuchen kann daraus Content machen. Würde wahrscheinlich sogar einigermaßen funktionieren. Aber, also guck mal, wenn er sich vorbereiten muss, ne? Und wenn er vielleicht mit Kürtschu reden möchte, und ne, dann weiß ich, wie lange das dauern wird. 2 Stunden vielleicht mehr oder so. KuchenTV muss dann schon den Abend für Kürtschu blocken. Ne? Muss sagen, hier, der Termin, da rede ich mit dir. Wer weiß, wie lange man sich vorbereiten muss, der kann ja auch in der Zeit einfach was anderes machen. Dauert 8,5 Stunden, so wie seine Grabenkampf-Videos. Ich kann jetzt bei Chuyoka verstehen, dass sie mit mir nicht geredet hat. Und wenn das bei mir das Gleiche wie mit dir ist, dass ich mit dir nicht rede, wäre ja auch Chuyoka nicht diskussionsoffen. Das ist so, als wenn man gegen ein Kleinkind argumentiert gerade. Das Lustige ist, dass ich auch genauso kindisch das Argument wieder umdrehen kann. Ich meine, du bist doch angeblich auch so diskursoffen. Warum hast denn du mich da nicht angeschrieben? Bist du nicht diskursoffen? Ich meine, das ist wie mit so einem Kindergartenkind. Aber Leute, es stimmt doch einfach. Ey, Mann, das ist wirklich... Wo ist denn die Diskussion von Sinan und Kürtschu? Die haben das doch eigentlich mal angekündigt, oder? Ich glaube, Sinan wäre bereit dafür. Schlimm, was ich hier mache. Ich verdiene so Geld, ne? Das ist lächerlich. Aber ich freue mich drüber. Aber auch Almonte ist ganz böse rechts, und zwar deswegen. So, und Monte hat dann den Take, ja, kriminelle Ausländer raus. So. Ja. Was soll man denn dazu sagen? Das ist dann ein sehr... Ja, was soll man dazu sagen, Alter? Ich glaube, Monte hat nicht mal einen Schulabschluss, oder? Also, wie gesagt, was erwartet man von Montana Black? So, man kann erwarten, dass er irgendwie lustig oder nett ist oder sowas. Aber, also ich würde von Montana Black jetzt nicht wirklich eine fundierte politische Analyse erwarten. Also das, aber wer macht das schon? Wer sieht denn in Montana Black irgendwie jemanden, wo man sagen kann, was der zu folgendem Konflikt sagt, das höre ich mir doch mal an. Das hat doch irgendwie Gewicht oder so. Kann man aus Entertainment-Gründen vielleicht mal. Ist jetzt nichts gegen ihn, ne? Aber ey, der Typ sitzt in einem Unterhemd da vor seinem Aquarium rum, trinkt Energy Drink und furzt ins Mikrofon. Und dass der jetzt irgendwie zur Migration vielleicht irgendwie
Ja, dass der da vielleicht irgendwie was sagt, was vielleicht ungebildet ist oder so, der macht ja auch keinen Hehl daraus. Er hat von Schwerkriminellen gesprochen. Ja, aber warum denn raus? Wohin denn? Wenn ihr nach Österreich. Heimatland keinen Krieg. Also wenn in ihrem Heimatland kein Krieg herrscht, dann kann man sie in ihr Heimatland zurückführen. Okay, und warum sagt er dann Ausländer? Ich bin ja auch Ausländer vielleicht, theoretisch. Also, na, du bist ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Ich bin zwar hier geboren. Das ist was anderes. Aber meine Eltern sind ja Ausländer. Ja, aber der meint damit doch was anderes, Alter. Was für eine Wortklauberei. Und jetzt? Wenn ich jetzt eine Straftat begehe, soll ich auch das Land verlassen? Also erstmal hat der Schwerkriminell gesagt, das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied. Aber naja, so ein bisschen Lügen geht ja immer, wenn es die richtigen Leute trifft. Aber ja, Bro, wohin? Das ist wirklich eine gute Frage. Also, ein Ausländer ist eine Person, die keinen deutschen Pass hat. Also muss diese Person ja irgendeine andere Staatsangehörigkeit haben. Also kann man die Person ja dann wieder dahin bringen. Ist gar nicht so schwer, oder? Wenn du hier geboren bist, dann hast du ja automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn du jetzt also als Deutscher dann schwerkriminell bist, dann musst du halt hier bestraft werden und ins Gefängnis. Also wirklich, wie kann man das nicht checken? So stellt er sich dumm. Aber eine Sache checken. Oh, das wird dir wieder auch so auf die Füße fallen. Generell nicht. Für Kürtschu ist Monte jetzt rechts, weil er schwerkriminelle Ausländer... Da kann Kürtschu 3 Stunden Content draus machen aus dem einen Satz. ...abschieben möchte. Weil er bei einem Punkt vielleicht eine rechte Meinung hat, ist er jetzt komplett rechts oder was? Monte kann ja auch in 15 anderen politischen Punkten komplett links sein. Ich glaube, in den meisten Punkten ist er komplett unpolitisch, aber ja gut. Aber das ist dann komplett egal, weil er ist bei diesem einen Punkt nicht eurer Meinung, also ist er rechts. Das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann man denn Leute wegen einem Punkt einordnen? Ja, wir sind jetzt schon bei 86 Seiten, glaube ich. Mann... Das ist jetzt Shoyoka und Freiraumreh, die immer mal wieder und jetzt sogar noch Thema sind. Ich meine, KuchenTV hat jetzt schon wieder ein Video über Freiraumreh gemacht, in der Hoffnung, dass sie darauf reagiert, damit er dann nochmal Content für einen Monat hat. Also, wo es ja auch um das, na, bei Kürtschu ging es ja sehr um dieses Sexwork-Thema. Kürtschu, ich glaube, wenn du deine Freizeit nicht damit verbringen würdest, 80-seitige Dokumente über KuchenTV zu verfassen, die du dann bei Twitter postest, eventuell gibt es dann Gelegenheiten, dass man da nicht für bezahlen muss. Das ist halt ziemlich klar, was da passiert. Ja. Bro, stell dir mal vor, du datest den so und denkst so, was hast du gestern gemacht? Ja, ich habe hier 8,5 Stunden Video gemacht darüber, dass Dekadent ein Blödmann ist. Bewusst, dass Freiraumreh im Leben so nicht auf meine Videos reagieren würde, weil die überhaupt nichts dazu sagen kann. Weil das ihr komplettes Weltbild zerstören würde, weil die so doppelmoralisch unterwegs ist, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja, natürlich ist das für mich auch einfacher Content, den ich erstelle. Was denn sonst? Und ich mache halt generell gerne Videos über solche Themen, was soll ich euch sagen? Lustigerweise kann man das, was Kürtschu sagt, auch genauso darauf beziehen, dass ich Videos über MikiTV mache, über Rohat oder über x andere Leute. Aber da scheint es kein Problem zu sein. Aber wenn ich Videos über Freiraumreh oder Shoyoka mache, dann ist das ganz schlimm. Aber nur ja. Bei denen, wie gesagt, bei allen anderen ist es okay. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Kürtschu lebt so krass in seiner eigenen, verblendeten Realität, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Er hat mich wirklich einfach sprachlos gemacht. Ich hoffe einfach, dass die Clips und die Aussagen von Kürtschu hier für sich sprechen. Und ich weiß nicht, eigentlich würde ich schon gerne mal live mit dem reden, weil das ist, glaube ich... Danke für deinen TED-Talk, war sehr lustig. Nur lustig und würde bestimmt auch Klicks geben. Also ja, du kannst mich gerne anschreiben, wenn du diskursoffen bist, wenn nicht, dann ignoriere das einfach. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Ich freue mich auf euren Talk, ich gucke den. Es wird geil. Soll ich das moderieren? Ich glaube, ihr kriegt das auch zu zweit hin, ne? Ja, aber geil. Ja, ich freue mich, ich gucke das gerne. Können wir ja... Für den Stream ist vielleicht zu lang, ne? Ich dachte, ich kann man das noch recyceln hier, aber die werden bestimmt schon 2 Stunden reden oder so. Aber ich freue mich da drauf. Ich habe Bock, das zu gucken. Geil. Okay, thanks, bye. Tschüss.